macht ja auch richtig Sinn, wenn man gemutet ist. Hi Leute! Spieltag 2, Liga 4 am Start. Und heute wird richtig abgehen. Wird richtig nice. Ich bin ziemlich dunkel. Wir sind ja da drin. Ja, sieht angenehmer aus. Heute wird es richtig krank. Heute wird es richtig cool. Ich bin sehr gespannt drauf, sehr gehypt für die Spieltage heute. Weil das wird heute richtig Banger. Und das ist... So wollen wir es doch haben, ne? Ja. So, genau. Das so viel dazu. Denn heute haben wir, wie schon gesagt, Liga 2, Spieltag 4. Und der Grund, weshalb ich der Meinung bin, dass das so krass wird, denn ihr seht links, also da hinten, also in die Richtung auf dem Bildschirm, seht ihr, wie die Liga aktuell gerade steht. Dronehard ist 2-2 ganz oben. Baumesbaum kommt kurz danach, 2-1, dann kommt Erekul 2-1, Tralabob 1-1, weil er einen Spieltag ausgesessen hat. Zutek mit 1-2, Terkse mit 1-2 und Burnie mit 2-0. Also quasi die gesamte Gruppe hat ein gleichliegendes Mittelfeld und zwei Leute, die wo einer leider im Moment gerade unten ist und einer weit oben. Aber die haben beide auch... eine Series weniger, weil die schon ausgesetzt haben bisher. Deswegen, die werden jetzt alle spielen. Die anderen Spieler werden bis dahin nochmal einen Tag aussetzen. Was haben wir hier? Ach, der Burnie wird sich sowieso wieder nur schießen. Da kann ich's. Ja, werden wir sehen, was der Burnie da macht im TVP. Was ich sagen möchte, ist Dronehard. Den sehen wir jetzt gegen einen weiteren Protoss-Spieler, gegen Aerocool, der... ja, quasi equal auf dem zweiten Platz ist. Und das hat die Möglichkeit, Dronehard vom ersten Platz runterzuwerfen. Weil Map-Wins mehr zählen als Map-Losses. Und Dronehard fehlt quasi eine Serie im Vergleich zur Erekul. Das heißt, wenn er Erekul gegen Dronehard quasi gewinnen würde, 2-0 oder 2-1, wäre Dronehard damit auf dem ersten Platz. Allerdings gilt das gleiche für Baumesbaum gegen Burnie. Wenn Burnie 2-0 gewinnt, also wenn Baumesbaum 2-0 gewinnt, Aerokul nur 2-1 gewinnt, wäre quasi Dronehard vom ersten auf den dritten runter und Baumesbaum vom ersten, Dronehard vom zweiten, also die Platz 3 werden heute richtig spannend. Und auch nicht zu vergessen ist Tralabob, der ja auch nur einen Tag nicht gespielt hat. Der ist auch immer noch sehr gut dabei, 1-1 gespielt, völlig solides Mittelfeld, kann auch so noch einiges passieren. Zutek werden wir heute nicht sehen, das heißt, er kann leider aufgrund von Tralabob und Burnie tatsächlich eins nach unten katapultiert werden. Wobei ich glaube, er kann nicht unter Burnie, weil selbst wenn Burnie 2-0 gewinnt, wäre Burnie ja 3-4 und Zutek ist 4-4, wäre damit trotzdem immer noch auf über Burnie. Aber Terxel hat die Möglichkeit, mit dem 2-0-Win sich hier vor Zutek zu spielen, dadurch, dass Terxel in dem Fall eine ganze Series mehr als in Sieg hätte. Und deswegen, also die gesamte Order der Gruppe kann heute komplett durch die Gegend geschifft werden. Und das ist das, was, glaube ich, heute richtig spannend wird. Ich merke, dass meine Kamera in nicht genügend Fips läuft. Muss ich ganz kurz nochmal so machen. Oh Gott, ja, das geht gar nicht. Dann machen wir. Bäm. Da. Oh, sieht das echt viel angenehmer aus. Also ja, das wird heute richtig spannend. Und wir werden heute auch anfangen mit Baumesbaum gegen Burnie, ein Terran versus Protoss. Und ich werde schon mal reinladen im Spiel. Und dann geht es auch gleich direkt schon los. Was ich noch dazu sagen muss, ich habe ja heute leider später gestartet, weil ich noch in einem wichtigen Anruf war. Dieser Kollege wird mich auch im Laufe des Streams noch einmal anrufen und da muss ich dann kurz nochmal für zwei, drei Minuten, das wird dann wesentlich kürzer, für zwei, drei Minuten kurz einen Anruf dran gehen. Das lässt sich leider nicht anders regeln gerade und deswegen, ich würde dich auch gerne mal anrufen. Deswegen, ja, da muss ich kurz dann nochmal rangehen. Ansonsten wird das hier heute einfach nur spannende Matches. Wir fangen an mit Baumesbaum gegen Burnie, Spiel Nummer 1. Warte, muss ja da mal. Ups. Ja, was? Ich hab vergessen, die Hotkey zu machen. Und zu laut ist es auch noch. Nee, ist nicht. Alles okay.
Nevermind. Dann fangen wir an. Denn in der unteren linken Ecke hier auf Elkioni befindet sich der grüne Protoss, derjenige, der auf Platz 2, also der sich den zweiten Platz gerade teilt. Das ist Baumesbaum. Wette, starte ich sofort. Gut, dass du mich daran erinnert hast. Und sein Gegner auf jeden Fall von Baumesbaum, dem roten Tross, ist der, der grüne Tross. Der rote Terraner, der sich hier die Chance gibt, mit einem Sieg in der Gruppe stark nach oben zu schießen. Das ist Bernie. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Super. Oh nö, was macht meine Tastatur gerade schon wieder? Da, okay. So, wir haben ein Best of 3. Tyrant vs. Protoss und wir sehen auch direkt hier auf der Map, dass Baumesbaum hier ein Proxy 2 Gate spielen. Nicht ganz der Max-Pack, aber das wird hier eine sehr aggressive Nummer von Baumesbaum. Und ich muss dazu sagen, das ist persönlich das, was ich von Baumesbaum kenne, dieser sehr aggressive Protoss-Style. Ist das, worin er sehr gut ist. In seinem PvP lustigerweise eher defensiv. Und du hast recht, ja, die Vorhersage starte ich mal eben. Auch wenn das Spiel wahrscheinlich nicht ganz 2 Minuten geht. Aber komm, Spaß kostet, da müssen wir jetzt durch. So, wer wird gewinnen? Fragezeichen. Und dann machen wir mal Baumesbaum gegen Bernie. So, machen wir 2 Minuten. Und dann könnt ihr da jetzt abstimmen. Interessanterweise ist das etwas, was du als Terraner eigentlich nicht machen möchtest. Die CC off-placen, mal bis du die geliftet hast und hast sie hier draufgesetzt. Dauert meistens sogar länger, als wenn du einfach ein SCV ziehst und die Probe quasi davon jagst. Außerdem kann die Probe dadurch gedamaged, also die SCV gedamaged werden. Dich kann ein Adept ziemlich punishen. Und Baumstorm hat hier sogar einen Zealot gemacht und muss jetzt hier über die Map. Also das ist eine sehr schwierige Sache für Bernie jetzt hier mit klarzukommen. Der Zealot hat direkt schon 2 SCVs gekillt. Der Bunker ist nicht fertig. Die CC wird auch nicht fertig. Der Marine kann da auch nicht mehr viel ausrichten. Wir haben zwar einen Cyclone auf dem Weg, aber auch der Reaktor ist noch nicht durch. Das heißt, sie haben hier wahrscheinlich sogar einen Cancel auf der CC, wenn Baumusbaum sich weiter darauf fokussiert. Der Reaper über der Map macht auch leider nichts. Und dementsprechend ist hier aktuell im Early Game Baumusbaum vorne. Priorisiert er dann doch den Bunker. Weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. Müsste sich auch langsam mal davon machen. Ich meine, ein Cyclone ist keine Gefahr. Aber ein Cyclone mit genügend Zeit wird damit klarkommen. Allerdings mit dem zweiten Stalker jetzt auch dabei. Der dritte Stalker ist auf dem Weg. Der hier, das wird Stalker Nummer 4 sein. Und damit wird Bernie in sehr großer Gefahr sein. CC wird angegriffen. Der Stalker wird getaggt. Der SCV wird direkt gefokust. Der Zealot wird zwar fallen, aber der Damage ist natürlich da und theoretisch kann Baumusbaum jetzt auch ohne Probleme den Cyclone fighten, weil er einfach die einzelnen Stalker wegkiten kann. Tatsächlich sniped er hier den Cyclone. Das heißt, die CC wird fallen. Wird die gecancelt? Sie wird noch nicht einmal gecancelt und das ist eine sehr gute Position für Baumusbaum, der sich nebenbei gerade die Gold nimmt mit einer Twilight Council. Also ein riesengroßer Erfolg hier für den Protoss. Jetzt auch mit Sentry, um die Rampe zu forcefeeden, falls es soweit kommt. Richtig starker Opening für Baumesbaum. Bernie scoutet jetzt mit dem Reaper, das auch noch keine Natural gesetzt ist, zumindest auf der normalen Position. Und auch mit der Shield Battery kann der Reaper hier absolut nichts machen. Baumesbaum ist in kompletter Kontrolle über das, was passiert. Und Bernie geht jetzt hier auf seinem Tech Lab auf der Factory, macht nochmal eine CC Inbase. Was technisch gesehen seine dritte CC ist, weil er die erste verloren hat, ohne Cancel. Und hat einen einzelnen Cyclone. Blink ist gestartet. Der Liberator ist fertig. Wird jetzt über die Map geschickt. Bernie scoutet die Proxy Base. Oder die möglichen Proxy Basen hier im Norden. Yo, Riegel. Hallöchen. Willkommen im Chat. Also auch der Liberator sieht nicht so aus, als würde er... Er ist noch nicht mal gecued auf die andere Seite. Er ist einfach nur hier unten hingesetzt und das war's. Ja, das ist nicht ganz so geil. Reaper stirbt natürlich sofort an den Stalkern. Und Baumesbaum hat hier beinahe eine volle Gold-Economy. Das ist natürlich richtig, richtig stark. Auch Army-Supply-mäßig sieht es bei ihm sehr gut aus. Blink ist gleich fertig. Die Robo wird auch gleich fertig sein. Macht nochmal 2 weitere Gates. Da ist die dritte Base, was jetzt die Natural ist.
Liberator wacht jetzt über dem Weg in die in die Main. Aber wir haben immer noch den gewarpten Stalker, der damit klarkommen könnte. Also Baumesbaum, wenn er das sieht, sollte der Liberator nicht viel ausrichten können. Die Robotic Space gesetzt. Und Bernie immer noch hier auf One Base. Ich würde es, glaube ich, gerne haben, wenn er den Tank hier vorne positioniert hätte. Weil dann hätte er jetzt sich zumindest die Natural einmal safen können mit dem zweiten Tank. Wobei er kann den ersten Tank hier hin machen und den zweiten Tank hier unten hin, weil der könnte den wahrscheinlich verteilt beschützen. Und wenn nicht, kann er den Tank hier vorne hinstellen, den zweiten Tank hier siegen und er den ersten Tank nach hier unten setzen, um sich die Natural zu nehmen. Aber er ist immer noch auf One Base, während Baumesbaum gleich seine dritte fertig hat. Charge ist auch auf dem Weg. Kleiner Poke. Nichts Weltbewegendes. Vikings ist auch schon gemacht. Kein anstatt Medivacs. Auch etwas sehr Ungewöhnliches. Ein drittes CC ist mit der Zeit fertig geworden. Das heißt, wenn Bernie hier rauskommt, ist da eine Möglichkeit. Aber die Sache ist, er hat halt jetzt schon so viel weniger Geld insgesamt als Baumesbaum. Aufgrund von dieser Goldbase. Und der Observer sieht natürlich auch absolut alles. Baumesbaum nimmt sich die vierte als zweite Gold. Alter, was ein Gangster. So, jetzt wird hier einmal dominiert. So sehe ich das auch. Also, Baumesbaum ist hier komplett am Dominieren. Das War Prism, naja gut, brauchst du nicht unbedingt, wenn der Terran nur auf One Base ist. Und es sieht aus, als wäre Bernie endlich, ich wollte gerade finally sagen, endlich in der Lage, sich hier die Natural zu sichern. Aber wir haben jetzt erst gleich Stim auf, also wir haben Stim auf dem Weg, ist jetzt erst halfway. Während Baumesbaum mittlerweile schon Blink und Charge hat, Kolosser sind auch schon da. Wir haben nur einen einzigen Marauder. Der Liberator hat zwar 9 Kills gemacht, weil das doch nicht in Position war. Also das ist der erste Trost, den Bernie hat. Und tatsächlich war Baumesbaum nicht wirklich stark dabei im Proben. Er hat gerade mal 43 Worker und muss jetzt hier auch aufpassen, dass er die wieder wegzieht. Ja, gut gemacht. Also, sieht alles noch gut aus. Aber 9 Probes zu verlieren ist natürlich niemals gut in keiner Situation. Allerdings muss man ja dazu sagen, wenn ihr euch mal anguckt, die Mineral Lines komplett saturiert, die ist quasi komplett saturiert, die hier ist komplett saturiert, sogar übersaturiert. Ihr könnt hiervon 4 Stück abziehen, nach hier vorne ziehen. Also da, wir haben wie viele Kolosse? Na, erst ein, okay. Wir machen auch noch keinen zweiten. Also Baumesbaum ist ein bisschen sloppy gerade in seinem Makro. Hat aber immer noch die vollste Kontrolle. Ist auch ein bisschen, also der Adept steht auch nicht in Position. Also es sieht fast so aus, als wäre Baumesbaum nicht wirklich warm gespielt. Und dennoch ist er hier in kompletter Kontrolle. Und da laufen wir jetzt auf ein ganz bestimmtes Problem hinzu. Wenn Bernie weiterhin so ungestört bleibt, kann sich jetzt hier wahrscheinlich auch die dritte CC bald landen. Geht jetzt allerdings erst auf 5 Racks hoch. Hat allerdings 5 Tanks. Das ist natürlich richtig, richtig viel. Und Baumesbaum keine Upgrades. Das heißt, wenn sich hier Bernie für einen 1-1-Push entscheiden soll, könnte er theoretisch sogar SCV pullen und einfach die gesamte Natural vollmulen mit 3 CCs. Und das würde sogar ausreichen gegen das, was Baumesbaum hätte. Dark Shrine, Double Forge wird fertig. Zweiter Koloss ist auch auf dem Weg. Viking wird die Armee hier in der Mitte sehen. Bernie hat darauf reagiert. Hat Bernie hier die Base gesehen? Nein, hat er nicht. Er weiß nur von der Natural. Oh nein, das ist... Ich glaube, Bernie weiß nicht, wie weit hinten er eigentlich ist. Aber sein Army Supply ist halt richtig, richtig gut. Und eine generelle Regel in StarCraft ist so, wenn du maxed wirst, hast du immer eine Chance zu gewinnen. Gut, mit Ausnahme, wenn du maxed auf Zerglings bist, gegen Archon zum Beispiel, also da gibt es Ausnahmen natürlich. Aber in normalen Situationen hast du immer eine Chance zu gewinnen, wenn du maxed bist. Und Bernie hat hier deutlich mehr Army Supply. Und 2 Base, 5 Racks, kann eine dritte CC landen und hat dann auch weiterhin zumindest eine Economy, den er was machen kann. Baumesbaum eine weitere Hidden Expansion als 5. Also wir haben einen 5-Base-Toss gegen einen 2-Base-Terran. Und dennoch hat der 2-Base-Terran mehr Army-Supply. Ist jetzt auch gleich fertig, denn 1-1 ist in 8 Sekunden durch. Concussive Shells ist durch. Stim und Combat Sheet haben wir auch.
Also ich sehe hier trotzdem noch eine vernünftige Chance für Bernie, die Armee zumindest einmal zu crushen. Er braucht halt nur ein gutes Engagement und das war's. Baum ist Baum. Oh Gott, der Lag. Ja, wobei 13 Gates sind ziemlich gut, aber eine einzelne Robus nicht ganz so geil. Er macht nochmal 3 Gates. Wir gehen auf 16 Gates hoch. Aber nur eine einzelne Robo. Und die Sache ist, die Chance, jetzt hier guten Fight zu nehmen, ist auch bald vorbei. Weil wir haben 1-1 jetzt gleich durch, was den Upgrade-Count equalized. Das ist jetzt gerade fertig geworden. Thermal Lance ist gleich fertig. Wir haben Shadow Stride, also DT-Blink. Baum ist Baum. Expandiert einfach weiter. Er nimmt einfach die ganze Map ein und Bernie turnt dich hier komplett zu. Also früher oder später wird Baum ist Baum hier einfach... Ja, er wird ihn ausmakron. Bernie, ich weiß nicht, ob er jetzt hier mit dem Slow Crawl sich die dritte nehmen möchte oder versuchen möchte, endlich zu pushen. Hat auch. Okay, er hat geF2'd. Der Viking kommt zurück. Ja, sieht er die DTs? Na, nicht ganz. Die Front ist natürlich damit komplett offen. Die Tanks haben keinen Focus-Fire. Dann links wird die Bio nach hinten gezogen. Oh, schöner Focus-Fire von den Kolossen auf den Marines. Jetzt kommt die Bio aus der Main zurück, aber die Tanks sind alle gefallen. Wir haben auch direkt 11 SCVs in der Main verloren. Die DTs sind immer noch in da. Baumesbaum schießt auf einmal 50 Supply nach vorne. Und das ist das, was ich meinte. Sobald deine Chance vorbei ist, fällt sie einfach weg. Die Vikings haben den ersten Koloss schon genommen. Sehr schöne Force-Fields, um die Bio und vor allem die SCVs wegzuhalten. Und jetzt ist auch Baumesbaum deutlich vorne im Army Supply. Vor allem 15 SCVs gegen 70 Worker. Wir haben gerade 16 Settles auf einmal reingeworbt. Die Bio fällt komplett. GG. Und das war's. Baum ist Baum. Dominiert das erste Match hier komplett und geht 1-0 in Führung. Ups. Ja, das war... Da gibt's nicht viel zu sagen. Das war von Baum ist Baum. Ja, war eine gute Build-Order, die hat er gut executed. Der Follow-Up war vielleicht ein bisschen langsam. Da lässt sich drüber streiten, wie clean sein Makro dann danach war. Aber da war eine Chance für Bernie. Er kann natürlich nicht wissen, wann die Upgrades fertig werden. Aber er hat gesehen mit dem Scan, dass die Forges sehr, sehr spät waren. Das heißt, er könnte mit dem 1-1, hätte mit dem 1-1-Push zumindest eine Chance gehabt. Wie gesagt, mit dem SCV-Pull. Er hatte 3 Orbitals, damit hätte er mulen können. Und er hat ja 4 Gase gehabt. Heißt, er zieht nur die SCVs aus den Minerals raus, kann weiterhin mit 3 Mules durchgehend Minerals minen. Und eine Mule sind ungefähr 4 Worker. Das heißt, mit 3 Mules ersetzt du 12 Worker. Das ist über eine halbe Mineral Line. Ziehst ein Gas raus, also hast du 2 Gas plus 3 Mules. Das heißt, du hast immer noch genügend Income, dass du dann den All-In mit dem SCV-Pull, mit Marauders unterstützen kannst. Oder auch mit Reinforcing Tanks oder dann mit Liberatoren. Also da ist die Möglichkeit da. Aber wie gesagt, er kann es natürlich nicht wissen. Und Baumeswarm ist dann einfach mit der Zeit davor gerannt. Die DTs in der Main haben dann einfach nur ihn zu weit auseinandergezogen. Dann über die Tanks hergefallen. Die Bio kam zu spät aus der Main. Die DTs wurden nicht geklärt. Und das war's für Bernie. Das war doch das Match, währenddessen mir Bernie auf meinen Raspberry Pi das Docker-Problem gefixt hat, oder? Ach so, deswegen hat er verloren. Okay, ja gut. Dann kann es ja nur besser werden von jetzt an. So, nochmal so. Best of 3. Baum ist Baum. Upsala. Oh Gott. Nee, halt so und so. Das war der falsche Knopf, wunderschön. So, und das heißt für uns aber, dass wir natürlich jetzt reingehen in Game Nummer... Hüpp, Nummer 2. Muss auf den Bildschirm gucken. Und hier sind wir nun das zweite Match auf Oceanborn. Und dieser Herr in der oberen linken Ecke ist der, der es gerade nicht geschafft hat, der Aggression standzuhalten. Hat die CC sogar am Anfang verloren. Hatte eine Chance, hat sie leider nicht nutzen können. Und ist dementsprechend 1-0 hinten. Wird er es dieses Mal schaffen? Feuert ihn an. Er ist ja schließlich gerade im Chat. Das ist Bernie. Und sein Gegner in der unteren rechten Ecke auf Oceanborn. Derjenige, der mit sehr aggressivem Playstyle sich hier immer in Führung kämpft und diese Führung dann auch immer beibehält. Wird er es dieses Mal schaffen? Das ist Baumesbaum. Aktuell 1-0 vorne. Dieses Mal mit einem normalen Opener.
Bernie, auch mit einem SCV-Scout, hat gesehen, dass der Nexus da ist. Das ist alles halb so schlimm. Baumusbaum, wie gesagt, sehr normal dieses Mal mit dem Nexus Expand into Twilight. Bernie auf der anderen Seite, 1-1-1, mitten im Bunker. Entschuldigung, mitten im Bunker, also sehr Standard von beiden Seiten aus. Und wenn das Makro wieder so wild läuft, von Baumusbaum, dass er da nicht ganz so clean drin ist, hier und da mal nicht genügend Probes baut, das Gas ein bisschen zu spät nimmt, wie gesagt, nur eine einzige Robo haben, dann ist da eine Chance für Bernie, sich mit der Masse, die er da hatte, dann doch zum Schluss, wenn er das wieder hinkriegen sollte, so in der Art, mit einer, halt auch mit einer gesunden Natural dann, dann ist da auch einiges drinne. Allerdings ist es diesmal auch so, dass Baumusbaum, wie gesagt, auch eine sehr höhere Start-Economy haben wird, aufgrund der normalen Build-Order. Also ist für beide Spieler absolut noch alles drinne. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, das war so knapp. Huiuiui, der Rebound überlebt. Puh. Die Build-Order ist nicht ganz richtig. Du gehst eigentlich nicht Robo vor Blink. Du machst Robo into Blink mit einem deutlich schnelleren zweiten Gate, weil wenn du 2-Gate-Blink spielst. Okay, er macht 3-Gate-Blink. Wird es 4-Gate-Blink? Ja, okay, also dann wird das sehr aggressiv wieder. Baumusbaum mit dem Adept. Lass ihn nicht fertig werden. Boah, der Shade war sehr knapp. Ich kriege jedes Mal Angst davor, wenn Protoss ihren Adept shaden und das so knapp ist. Also. Eieieiei. Ich finde auch ganz cool, dass er hier die Factory und den Starport so weit weggebaut hat, dass wenn der Adept hochschaden würde und der Shade würde durchkommen, würde er immer noch nicht den Tag sehen. Aber ich glaube, die Menge an Marines verraten schon, dass es kein 3-Rex ist, weil du einfach doch schon jetzt schon deutlich mehr Marines hättest. Und dementsprechend haben wir hier ein Medivac-Drop mit Widowmines. Baumusbaum ist dafür aber schon in Position. Auch ein Spotter-Pylon gesetzt. Der wird zwar nicht fertig. Ja, knapp. Der Adept ist auch zum Spotten da. Also Baumusbaum hat ja eine wunderschöne Verteidigung gegen diesen Drop schon aufgebaut. Sieht doch alles, Bernie muss sehr aufpassen, muss den Drop einfach da stehen lassen, darf jetzt mit dem, upsala, darf mit dem Drop noch nicht reingehen. Oh. Ah, wunderschöner Catch auf dem Observer auch. Das heißt, er ist gezwungen mit dem Warp Prism Highground zu spotten, um hochzublinken. Und also was richtig gut ist mit dieser Build-Order, die Bernie spielt, oh nein, der Tank muss in der Main bleiben, Bernie! Du spielst gegen Blink, der zweite Tank muss immer in der Main bleiben. Eieieiei. Oh, der Widowmine-Drop wird auch gecatcht von 3 Stalkern. Oh, er geht nach vorne, weil er die dritte haben will. Oh nein, Bernie, mach das nicht gegen Vorgeld Blink. Ich meine, er weiß es nicht, aber das möchtest du nicht machen. Der erste eigene Tank ist sehr low, die Marines fangen an zu fighten. Die Tanks machen gute DPS, aber das Blink-Micro ist hier in Ordnung. Allerdings haben wir auch noch keinen Warp in Baumusbaum, flottet eine Menge Geld. Warp ist nochmal 4 Stalker ran. Der Liberator muss hier zu Hause bleiben. Der Bunker wurde auch verkauft. Das heißt, Bernie ist hier komplett erstmal in Gefahr. Der Tank in einer guten Position. Aber er wird hier einfach in die Main gehen. Das ist, was ich meine. Der zweite Tank muss einfach in der Main bleiben. Nicht dahin. Der muss seine Production sichern. Oh, Stim wird sofort gesniped. Der Reaktor am Starport ebenfalls. Das Vorgate blinkt. Scheint hier gut zu sein. Oh mein Gott, der Liberator wird gewonshottet. Jetzt können die auch alle 3 Tanks anziehen. Oh mein Gott, Baumusbaum, das hättest du fighten können. Oh, aber er recallt? Was? Baumusbaum, warum hast du es gemacht? Die beide Tanks waren unseached. Du hast ein... Was? What? Ha? That's not how you Fallgate blink. That's not how it works. Oh mein Gott. Mein Herz. Oh. Also trotzdem sehr stark. Kein Reaktor auf dem Starport. Die E-Bays sind immer noch nicht fertig. Stim ist jetzt erst wieder neu gestartet. Jetzt hier auch mit dem Stalker nochmal hier vorne. Dort kann er nicht drauf blinken aufgrund von dem Tank vom High Ground. Yep. Ja gut, den Bunker hätte er snipen können. Er hat so viele Stalker, die einfach eins nach hinten blinken können. Oh, ist er out of vision? Ich glaube nicht ganz. Oh nee, gerade so nicht. Und das wird auch gesehen. 4 Stalker reichen, um zu one-shotten. So hätte ich nicht geblinkt. Oh, er muss den Viking snipen. Schafft er auch mit 2 Wurlys. Muss jetzt rauskommen, bevor die Marines zu nah sind. Oh, schöner Pick-off. Kriegt nochmal 2 Marines. Oh, verliert aber einen Stalker dafür. Und das ist dann wieder ein Trade, der gut ist. Ich meine, der Viking zu verlieren ist nicht so gut, weil das natürlich auch
Vikings sind teurer, als ihr denkt, Leute. Vikings sind so fragil und teurer, als man denkt. Ein Viking zu verlieren, dem so, tut halt wirklich weh. Oh, dieses hier kriegst du nicht. Warum bist du nicht auf den Bunker drauf? Also die Entscheidungen, die Baumsbaum hier nimmt, sind nicht ideal. Verliert auch nochmal zwei Stalker. Boah, und jetzt haben wir auch schon viele Stalker, die gebrucen. Wir haben aber immer noch keine Marauder auf dem Weg von Bernie. Also da fehlt auch ein bisschen, ja, das Unit-Management im Makro. Währenddessen haben wir Charges gerade fertig geworden. Wir haben plus 1 auf dem Weg. Wir haben Thermalance auf dem Weg. Jetzt haben wir die Gateway Explosion, die ein bisschen spät ist. Ist aber völlig noch okay. Wir haben 5 Gas, volle Saturation. Nehmen uns jetzt hier auch schon die vierte Base. Währenddessen Bernie noch jetzt erst seine dritte nimmt. Also drin in der dritte landet. Und du kannst damit nicht pushen, Bernie. Du hast so viele Marines. Da fehlen einfach die Marauder da drin. Mal mit Stim kannst du zwar was fighten, aber gegen Kolosse bist du leider einfach komplett nutzlos. Und das Problem ist, das machen viele Terraner und ich weiß nicht warum. Vor allem viele Terraner fangen an zu flamen, wenn die das machen. Und dann verlieren gegen Protoss, weil das ist so dieser Moment, wo du als Protoss einfach alles machen kannst. Wirklich. Du bist unter keinster Weise in Gefahr. Du siehst, da sind keine Marauder drin. Das heißt, deine Kolosse shredden da komplett durch. Easy. Du kannst durchgehend harassen mit vernünftigen Units, was er auch macht. Er hat nochmal 10 SCVs gekillt mit ein paar Stalkern in der Main. Und dann den Zealots in der Natural. Also 10 Units, 10 Worker for free. Und Bernie hat absolut keine Chance, über die Map zu pushen. Fängt jetzt erst mit Maraudern an. Hat doch gleich 1-1. Währenddessen ist das plus 1 schon durch. Plus 1 Armor ist auch auf dem Weg. Thermalance ist gleich fertig. Jetzt haben wir die zweite Robo. Der Fleet Nexus ist gleich fertig. Wir fangen mit Battery und Cannons. Wir haben Charge, wir haben Kolosse, wir haben Blink. Also, der Protoss kann machen, was er will. Und alles, was Bernie dann versucht zu tun, mit so vielen Marines, das wird einfach komplett da weggeschreddet. Und ich verstehe nicht, warum die Terraner das machen. Warum die Terraner sich diese dritte Base nehmen und dann einfach zu Hause warten, weil die dritte Base vom Protoss immer schneller ist. Das gibt ihm so viel Spielraum zu machen, was er will. Ja, guck mal, wir haben Templar Archive, Dark Shrine, Death Disruptor auf dem Weg, dritte Kolossus auf dem Weg. Der Observer scoutet alles. Und drei Tanks ist auf einmal kein Problem mehr, wenn du so viele Zealots hast. Da ist der dritte Koloss auf einmal. Oh mein Gott, die ganzen Marines fallen sofort. Die Tanks sind nicht gesieged, die Zealots fallen zwar, aber die Kolosse teilen so viel Schaden aus, auch wenn der Trade vielleicht halbwegs in Ordnung war jetzt. Ohne Zealots, das sind zwei Warp-ins mehr. Vor allem mit der Economy, die Baumsbaum hier sich auf den Start legt. Der wird hier einfach komplett rüberrollen, denn der sieht auch, dass ein bisschen bei rechts ist. Da ist die Stalker, nehmen den ersten Shots weg, da kommt die Zealots werden kommen ran. Das Raptor-Shot macht zwar nicht ganz so viel, aber da einfach komplett alles geklärt. Und auf einmal haben wir weniger Army Supply wie vorher und Baumsbaum hat genauso viel wie vorher. Ja, der kann einfach for free über die Map laufen. Wir haben keine Tanks mehr, wir haben keine Ghosts. Wir haben jetzt erst einen einzigen, okay, wir haben zwei Widow Mines insgesamt. Ja, da kannst du halt einfach nichts machen. So solltet ihr kein TWW spielen. Das klingt gemein, ich weiß, es tut mir leid. So meine ich es nicht. Ich meine, das ist immer noch ein deutlich höheres Niveau, als ich mit Terraner habe. Deswegen will ich da gar nichts schief sagen. Ich weiß, es ist immer eine andere Sache zu spielen, als zu kommentieren. Aber es ist eine Tatsache, dass hier Baumesbaum wieder einmal deutlich, deutlich vorne ist. Ein großer Zealot Warp haben wir auch in der Natural gehabt. Nochmal 12 SCVs gesniped auf der rechten Seite, nur in die Armee. Der Disruptor Short kann nicht gut gedodged werden. Das ist ein guter Split gewesen. Die CC wurde gecancelt und jetzt ohne Zealots können die Marines hier auch richtig gut Damage austeilen. Und Disruptor Short war okay. Wir müssen aber SCVs ziehen. Wir haben nur noch die Kolosse da oben. Allerdings haben wir ein Reinforcing an Zealots aus dem Bottom. Ein vierter Koloss zeigt sich auch einmal von hinten. 40 SCVs sind gefallen. Bernie hat absolut kein Supply mehr. GG is called und Baumesbaum holt sich das 2-0 gegen Bernie. Sauber gespielt. Und hat, er hat einfach geprotost. Er hat einfach geprotost. Das war Protoss OP. Protoss OP. Also da gab es ein klares 2-0. Und das lustigerweise heißt jetzt auch für uns, wenn ihr, wie gesagt, da drüben guckt, in dem Sheet, wo aktuell steht. Das heißt, das Baumesbaum jetzt gerade nach dem 2-0-Win insgesamt 6-3 steht mit 3-1 Winscore. Das heißt, jetzt gerade
Was ist hier für ein Ligabetrieb? Was meinst du? Welche Liga das ist? Liga 2. Wenn du die MMR wissen möchtest, schreib einfach Ausrufezeichen L2 und dann gibt's einen, quasi den Average, also das Höchste und das Minimum, dann der Average daraus. Und kannst du das so einfach durchlesen. Ansonsten kannst du auch Ausrufezeichen B schreiben, dann kommst du auf die Liquipedia-Page und da stehen dann noch mehr Informationen. Auf jeden Fall jetzt gerade ist Baumuswarm auf dem ersten Platz in der Gruppe. Allerdings muss Joan Hart immer noch spielen am Ende. Das heißt, da kann sich wieder was wechseln. Generell Benoit wollt wissen, was gerade so das Projekt hier ist. Also das Projekt, das ist wie gesagt Liga 2. Also die Maralekos Replay Liga, das sind nach MMR sortierte Ligen quasi, wo dann quasi einfach nur herausgespielt wird, wer quasi der Beste ist, auf gut gesagt. In dem, ich weiß nicht, welches, nicht Bracket System, welches Turnier, welches Format das wäre an sich. Geht halt stark in diese Richtung Team Leagues und sowas, wo du quasi ein Match pro Woche hast, gegen den Gegner, der also feststeht. Und das ist quasi der vierte Spieltag, das heißt, die Leute wissen, gegen wen sie spielen. Könnte ich dementsprechend über eine Woche lang darauf vorbereiten. Spielen das Spiel, senden das ein und dann wird es quasi gereplay-castet. Daher auch der Name, Maralekos Replay Liga. Und für den Sieger gibt es auch Kohle. Also ich glaube, die Top 3 verdienen auch was pro Gruppe. Und das hier ist Liga 2, also die zweithöchste Liga in der MMR. Wie gesagt, wenn du genau wissen möchtest, welche MMR das ist, schreib einfach Ausrufezeichen L2 und dann sagt dir der Bot genau, in welcher MMR wir uns hier befinden. Und Sieger war Baumesbaum. Bevor wir in das nächste reingehen, welches Tralabob gegen Terxel wird, wollen wir da noch besser, gibt es einmal eine kurze Werbung, gibt es einen Shoutout und dann gehen wir rein in Tralabob gegen Terxel. Ich muss einmal kurz sagen, Tralabob gegen Terxel, gehen wir rein, sagen wir so und so. Und damit ein großes Shoutout an Maralekos natürlich auch. Großes Shoutout an Musik im Pod, Chris 2 und Guarana, genauso wie. Das hab ich tatsächlich vergessen. Oh mein Gott. Wer ist dritte gewesen? Mint Crystal, haha, da haben wir es doch. Ja. Dass die hier die Maralekos Replay Liga so gut unterstützen. Das wird uns aber nicht davon abhalten, jetzt hier dieses wunderschöne Spiel zu sehen. Denn wir sind im zweiten Match des heutigen Abends und das hier ist der erste Spieler, der blaue Terraner Terxel. Und sein Gegner in der oberen rechten Ecke, im gleichen Matchup wie eben gerade, allerdings mit anderen Spielern, das ist der rote Protoss Tralabob. Und deswegen wird das hier auch wieder ein sehr spannendes Matchup im gleichen. Ein sehr spannendes Match im gleichen Matchup. So. Tut mir leid, muss gut. Freundin kam ins Zimmer. Ja, oh Gott, Tralabob. Wird er die Probe verlieren? Oh, der zweite SCV war nicht ganz gemicrot. Kann er ihm den Weg abschneiden? Ja, gerade so. Die Schilde haben nicht angefangen zu regenerieren. Guter Snipe von Terxel. Oh, der SCV hat sogar auch überlebt, zurückzukommen. Oh, also guter Start für Terxel tatsächlich im Vergleich zum Bernie von eben gerade. Was heißt gut? Es ist. Der von Bernie war gut und der hier ist einfach nur noch ein Stückchen besser. Gerade die erste Probe zu snipen ist natürlich richtig gut für das Reaper-Movement. Ist das dein Projekt oder castest du nur? Ich caste nur. Es gibt mehrere Caster, die sich über die ganzen Ligen insgesamt verteilen. Ich caste Liga 2 und Liga 5 und Maralekos selber castet, glaube ich, eins und noch eine und dann gibt es andere Caster, die wieder andere Ligen casten.
je nachdem, wer quasi welche Spieler oder welche MMR haben möchte. Und dementsprechend werden die Caster quasi den Ligen dann zugeteilt. Und das ganze Ding an sich heißt ja, wie gesagt, die Maralekos Replay Liga. Und dementsprechend ist der Inhaber dieses Turniers ist Maralekos. Wenn du da in Kontakt treten möchtest, auch für die Zukunft, einfach gerne mal Ausrufezeichen DC. Da wirst du dann zu dem Discord geleitet und dort sind alle Informationen, die du brauchst, mit all den Menschen, die du auch im Cast hörst und in den Spielen siehst. Die sind alle auf dem Discord. Falls du da irgendwelche Fragen hast oder die einfach nur mit den Spielern was unterhalten möchtest, mit den Leuten schreiben möchtest oder andere Sachen, da bekommst du im Discord die Möglichkeit dazu. Und Tralabob scoutet hier soweit mit dem Adepten. Natürlich richtig geil, dass er mit dem Shade den Zeichnung gesehen hat. Das heißt, er kann mit dem Adept zurück und den Adept saven. Währenddessen hat er hier einen Stargate-Opener gespielt. Und ich liebe auch, dass Terexas hier den zweiten Cyclone spielt. Haben wir das Stargate überhaupt gesehen? Nein, haben wir nicht. Das heißt, er hat bei Default eine sehr gute Build-Order ausgewählt. Weil natürlich mit dem Medivac kann er die Marines nehmen. Und die Cyclones einfach über die Map. Und wir werden bis dahin insgesamt, wie viel haben wir bis dahin? Gut, 9 Marines. Das heißt, wir werden 8 einsammeln. Einer bleibt im Bunker drin wahrscheinlich. Und dann machst du als Botas halt einfach nicht viel. Wir haben 2 Adepten. Wir haben 4 Phoenixe bis dahin. Vielleicht nochmal 2 in den Warp-In aus den 2 Gates. Wobei die Gates noch nicht fertig sind. Und aus Stargate hast du 2 Möglichkeiten zu spielen. Oh, er nimmt den zweiten Cyclone nicht mit. Ah ne, der ist schon über der. Warum nimmst du die Marines nicht mit? Terxel! Du brauchst doch nicht den Cyclone mit dem Medivac zu befördern. Der ist doch schnell genug. Oh, stellt euch vor, da werden die Marines jetzt in einem Busch dabei. Dann können die Vikings auch nicht mehr verteidigen. Ja, guck mal, du kannst mit den Cyclones hier unten den Pylon rausnehmen, die Marines hier oben droppen. Und damit nimmst du hier alles raus. Das heißt, der Pylon wird trotzdem gesniped. Und dadurch, dass die Marines hier fehlen, kannst du mit den Phoenixen hier sogar fighten. Zusammen mit den Adepts. Also das ist verschenktes Potenzial, denn die Phoenixe werden hier auch den Medivac snipen können. Er muss unloaden, aber dadurch, dass wir 4 Phoenixe haben, können wir einfach die Cyclones liften. Und die ganze Build-Order von Terxel wird hier zunichte gemacht. Nur einen einzigen Pylon-Kill und verliert hier beide Cyclones. Also das ist natürlich absolut nicht gut. Ich meine, er wusste nicht, dass es Stargate ist. Aber selbst dann, du hast so viel Potenzial mit diesem Opener auch gegen Blink zu spielen. Ja, wobei Blink wäre fertig zu dem Zeitpunkt. Aber selbst dann, du hast das Medivac zum Micro und du hast so viel DPS-Output mit den Cyclones. Die dritte CC kann ja natürlich einfach easy denied werden, dadurch, dass die Phoenixe da sind. Wir haben keine Turrets, die sind jetzt auf dem Weg, wir sind noch nicht fertig. Das heißt, wir werden jetzt schon 3 SCVs, 4 SCVs, das ist der 5., das ist der 6., wir werden vielleicht sogar noch einen 7. nehmen. Nein, okay, nicht ganz. Aber wir sind doch 6 Stück insgesamt und alle Phoenixe sind gesaved. Und damit ist dieses Stargate-Opening von Tralabum natürlich richtig, richtig gut gelungen. Und wieder einmal ist der Terraner hier gegen den Protoss im Midgame auf dem Hinterfuß. Und muss man, wie man Englisch schon sagt, he's gotta make magic happen. Das wird also die Aufgabe von Terxel sein. Den Vorteil, den er hat, ist gegen Stargate kannst du natürlich so eine dritte CC halt wirklich easy verkraften. Da das Push-Potenzial von einem Stargate-Player natürlich sehr, sehr gering ist. Bis der Koloss oder Charge hat. Das Spiel ist doch noch ein bisschen laut, ne? Machen wir 14, so. Dementsprechend ist das hier alles noch okay. Und dann entscheidet sich hier für die Koloss-Variante. Ich persönlich spiele Stargate lieber mit der Charge-Variante. Auch sehr schade, dass er die Forge nicht benutzt, obwohl er das Gas dafür hat. Also auch da wieder ein bisschen sloppy im Makro. Aber der Safety Immortal, auch eine richtig gute Addition mit den 2 Sentries dabei. Falls Terxel aggressiv sein möchte. Und auch wenn das Army Supply gut aussieht von Tralabob gerade, ne, im Vergleich, ist die Armee an sich echt nicht so geil, weil das ist das, was kämpft. Das hier ist, das kämpft nicht. Gegen die Medivacs, ja, aber das war's auch wieder. Oh, muss aufpassen. Okay, pass auf, gute Reaktion. Phoenix, hier können ja absolut nichts machen. Das sind viele, viele Marines. Wir haben einen Koloss jetzt da. Zweite Koloss ist dann auch schon auf dem Weg. Und wenn der zweite Koloss auch noch rauskommt, werden wir in Chronobussen. Ja, wir haben ihn sogar in Chronobussen. Schön gemacht von Tralabob. Wir haben eine Shield Battery an der dritten. Und Terxes kennt das natürlich auch. Und er darf da halt nicht reinpushen. Sieht er den Koloss? Er sieht den Koloss nicht! Oh, jetzt sieht er ihn. Und jetzt muss er eigentlich umdrehen.
Darf ich nicht da vorne. Ja, wunderschön. Das ist genau das Richtige, was du machen musst als Terxel. Du siehst den Koloss und musst umdrehen, bevor du nicht genügend Dings hast, Marauder oder Vikings, kannst du da einfach nicht engagen. Weil die Phoenixe, die ziehen die Mines komplett in die Bio rein und dann werden die gesamte Marine einfach gewone-shottet von den Kolossen. Zu droppen ist jetzt keine schlechte Idee, vor allem nicht mit den Wither Mines. Insofern die, oh Gott, insofern die Phoenixe nicht in Position sind. Ich finde es ein bisschen wild, dass er auf Ghosts und zweites Starport geht. Ich hätte, glaube ich, nur ein zweites Starport wäre besser gewesen. Der Drop macht dann doch nicht ganz so viel. Gut reagiert von Talabob. Oh, verliert zwei Phoenixe. Den dritten wird auch verlieren. Alle Phoenixe verlieren durch diesen einen Drop. Und das macht diesen Drop auf einmal richtig gut. Auf der vorderen Seite haben wir den Push. Aber ohne Marauder kannst du in die Kolosse absolut nicht reinpushen. Der Tank ist auf dem Immortal gefokust. Also die Kolosse haben einfach for free da reingesammelt und haben die ganze Bio zurückgedrängt. Der Drop hat 6 SCVs, 6 Probes gekillt und die 4 Phoenixe. Und das ist ein richtig guter Play gewesen. Also auch wenn er die Main-Armee deutlich jetzt geschwächt wieder einsammelt, die 4 Phoenixe zu besiegen und zu killen, ist hier absolut richtig oder auch sehr gut gewesen. Allerdings haben wir hier das Problem, dass Trallabob ja deutlich vorne ein Upgrade ist. Es wird gleich 2-1 haben. Ja, wobei Texel wird 1-1 haben. Das ist noch, ist es okay. Wir haben noch keinen Blink, aber wir haben Charge Lord und wir haben Archons. Und wir haben noch keine Ghosts draußen, obwohl er die Ghost Academy hat. Wir haben auch jetzt Single Viking Production. Also das sieht dann doch noch ganz gut aus für Trallabob. Hat ja auch hier, hat keinen Prism. Das heißt, das ist ein One Fight Only. Die Choke ist auch nicht geblockt mit dem Depot oder so. Das heißt, oh, die Vikings sind aber auf einer guten Position. Ich überschlage meine eigenen Sätze gerade. Boah, ja, er muss recallen, weil natürlich da ein Job in der Mainbase ist. Wir haben 6 Marines. Da kann einiges an Damage gemacht werden. Die Kolosse können aber hier über die Cliff einfach drüber laufen. Das heißt, er muss aufpassen, dass er die Marines jetzt gut kontrolliert, dass sie nicht verlieren. Oh, Snipe, ich habe die ganzen Probes raus. 8 Stück direkt zuvor. Muss ja nochmal einladen. Nein, Fokus da nicht drauf. Oh, er splittet die Marines auf dem Damage. Das ist richtig gut. Aber muss dann doch zumindest wieder einsammeln. Er hätte früher einsammeln müssen. Oh, darf den Medivacs aber auch nicht verlieren. Ich bin hier im Redefluss hoch 10. Alter, wow. Wow. What is the problem? Boah, der vierte Nexus ist natürlich richtig spät für Trallabob. Und Terxel hat sich hier mittlerweile eine sehr gute Armee zusammengebaut. Wie gesagt, jetzt kommen auch die ersten Ghosts raus. 2-2 ist vielleicht ein bisschen spät. Boah, plus 1 R, aber auch auf dem Weg. Also alles noch eigentlich soweit okay. Zweite Robo auf dem Weg. Fangen jetzt auch schon mit Disruptern an. Blink ist fertig. Plus 2 Attack wird fertig sein. Das heißt, Protoss wird hier den Upgrade Lead haben. Oh, die Vikings müssen aufpassen. Oh, die ganzen Zealots sterben aber vorne. Die wurden nicht gut genug kontrolliert. Jetzt stehen hier die Stalker auf einmal alleine da. Die Kolosse sind nicht in der Nähe. Und das heißt, dass der Kampf noch komplett offen ist. Beide Leute haben gleich viel Armies dabei. Hier sind die Vikings auch wieder da. Oh, der musste Marines in die Marauder ziehen. Achtung, er darf die nicht verlieren. Oh, die Kolosse sind wieder am Bewegen. Die Blinkstalker blinken nach oben. Da kommen die EMPs durch. Die Stalker sind ge-EMPt. 3 Vikings sind noch da. Die heißt, sie können den letzten Koloss auch noch rausnehmen. Concussive Shells machen, dass der Immortal nicht mehr nach Hause kommt. Und ohne Splash Damage kannst du jetzt auch einfach reinlaufen. Oh, wir haben aber einen einzelnen Disruptor. Der trifft da absolut gar nichts. Die Bio steht noch übrig. Die Ghosts, einen haben wir noch. Aber wir haben Reinforcing Ghosts. Das heißt, dieser kann auch EMPen. Wir haben nur Archons. Wir haben keinen Storm. Schöner EMP ist da noch mal auf ein paar Stalker drauf. Die Bio überlebt hier komplett. Trallabob verliert hier seine ganze Army. Auch der weitere Disruptor wird gesniped. Wir haben 2 Archons am Morphen. Aber das wird hier absolut nicht reichen. Beide Shield Batteries sind out of energy. Und wir haben auch keinen Overcharge mehr, weil wir damit angefangen haben. Allerdings haben wir auch kein EMP mehr für den Moment. Das heißt, die Archons können ihr Potenzial zeigen. But by the way, in der Natural war ein Drop mit Units, der einfach mal 11 Probes gekillt hat. Das heißt, Terxel ist hier gerade auf 4 Basen mit 66 Worker. Hat hier auch eindeutig den Lead in Army. Kann hier die Stalker komplett fighten. Muss ich hier nochmal kurz zurückziehen, bis seine Reinforcements kommen. Auf der ganzen Map sehen wir nichts außer Blau, das über die Map läuft. Jetzt auch mit Liberatern. Der Ghost steht immer noch stark da. Allerdings haben wir jetzt auch wieder einen Battery Overcharge. Und der Drop in der Main Base jetzt unpowered auch noch
Ja, wobei, das brauchst du beides nicht. Er hat beides nicht wirklich benutzt, außer für Archons. Das heißt jetzt ja auch mit den Liberatern sind wir in großen Problemen. 2-2 wird jetzt auch in 15 Sekunden fertig. Wir können den Liberator nochmal gerade so raussnipen. Der Disruptor kriegt ja aber nochmal 2-3 Bio-Units. Ein weiterer Disruptor schon auch mit einem großen Hit. Oh mein Gott, die Stalker können jetzt tatsächlich nochmal halbwegs gut fighten. Der Reaper kommt sogar zurück aus dem Early Game. Aber jetzt haben wir nur noch die Archons drin, aber wir haben auch keine Bio mehr. Trallabob schafft es hier tatsächlich noch zu verteidigen, verliert aber wieder seine Mainbase mit dem Drop. Er kriegt es gerade noch hin zu verteidigen, kriegt sogar nochmal zwei Medivacs. Und was ist das für ein Fight gewesen, Leute? Hei, 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 hei. Huiuiui. Okay, wir haben eine kurze Verschnaufpause. Der Drop ist immer noch am Machen, aber der ist auch nur mit 11 HP. Oh Gott, der Stalker belegen war nicht richtig. Trallabob ist deutlich hinten in der Economy. An der Front hat sich die Bio wieder gesammelt. GG ist called. Trallabob kann da einfach nicht mehr standhalten. Und Terxel holt sich hier das 1-0 in einem richtig wilden Game. Well played an beide Seiten. Aber Trallabob ist derjenige, der den kürzeren zieht und ist damit 1-0 im Rückstand. Hupsala, das war falsch. So. Alter, das war absolut krankes Game. Das war richtig, richtig crazy. Muss mich gerade mal umsetzen, Sekunde. Alter, Alter. Was haben wir denn im Chat? Lass mal gucken. Gogo, Terxel, einfach wild. Ja, total. Also das war ein komplett krasses Game. Und das Match ist auch für beide Seiten tatsächlich recht wichtig. Da, ihr seht ja da so in der Richtung da. Der aktuellen Bildschirm. Und Terxel ist da mit 1-2. Trallabob ist 1-1, dadurch, dass Trallabob schon einen Tag ausgesessen hat. Terxel muss noch einen Tag aussetzen. Und wenn Terxel das Ganze gewinnen sollte, ohne jetzt Aerocool und Joan Hart mit dazu zu zählen, die aber sowieso weiter oben sind. Wenn Terxel das jetzt 2-0 gewinnen sollte, steht er 4-4 in Mapscore. Was bedeutet, dass er unter Aerocool stehen würde, weil Trallabob keine Map geholt hat. Das heißt, er würde sich von dem 6. auf dem 4. drücken. Und das ist krass. Allerdings ist es so, wenn Trallabob eine Map gewinnt, bleibt Trallabob über Terxel, dadurch, dass Terxel im Head-to-Head unter Trallabob steht. Also, das ist richtig wild, gerade für die Standpunkte. Natürlich, wenn Trallabob das Ganze jetzt noch 2-1 gewinnen sollte, würde er stehen auch 4-4. Und das würde heißen, dass er sich auf den 2. Grad pusht, weil Baumesbaum jetzt gerade Erster ist mit 6-3. Also, da ist einig. Ne, er ist nicht drin, weil Dronehard mehr hat keine Map Series Loss. Das heißt, Trallabob wird Dritter sein. Das heißt, er geht nur 1-0. Also auf jeden Fall richtig wilde Gruppe. Und ihr hört ja schon, dass das Spiel läuft. Und deswegen gehen wir jetzt rein ins Spiel Nummer 2. Und in dieser Base unten links, wo die Probe bereits schon am Scouten ist, befindet sich der blaue Terraner, der 1-0 vorne liegt. Das ist Terxel. Und in der oberen rechten Ecke der rote Protoss, der aktuell 1-0 hinten liegt, aber hat ein sehr gutes Opening gehabt. Er kann das schaffen. Das ist Trallabob. Und ja, das Spiel wird nicht ganz so lange dauern, anscheinend. Dadurch, dass Terxel sich einfach denkt, okay, bauen wir eine Macarex. Und wird jetzt Single Rex Proxima. Oh ne, Double Marauder? Aber mit einer zu Hause? Das wurde doch gescoutet von Trallabob, oder nicht? Nee, hat er nicht. Oh, er hat trotzdem Reaper First gespielt. Oh, das ist richtig wild. Oh, und Trallabob hat Stalker First gespielt. Das heißt, das ist in dem Fall sogar gut für ihn. Gibt es ein Auf- oder Abstiegssystem? Nicht wirklich. Wenn du eine Liga komplett dominierst, dann achtet Maralekos schon darauf, dass er dich in eine bessere Liga packt, als seine MMR potenziell sagt. Oder wenn du eine Gruppe komplett am Ablosen bist, dann achtet er auch darauf, dass er dich in Zukunft dann gegeben deine MMR vielleicht in einer Liga weiter unten reinsetzt. Also das ist
Also die gesamten Ligen sind nach MMR verteilt. Also wenn du quasi 4500 MMR bist, dann würdest du jetzt quasi Liga 3 spielen. Wärst du quasi zwischen 4.6 und 5.3, was ja auch in dem Chat gesagt wird, wärst du hier in Liga 2 drin. Ne? Platz da, Liga 1 Spieler ist im Chat. Oh, hi Musti! Musti, Entschuldigung. Hast du beim letzten Mal gesagt, dass du Musti genannt werden möchtest. Ich hab doch Musti gesagt. Ja, ist ja gut, Musti. Oh Gott, der Marauder. Oh Gott, der Marauder ist genau nicht in Vision. Wobei ein einzelner Marauder natürlich nicht wirklich viel macht im Late Game. Zaxxon on Twitch. First time chatting. Welcome in chat, boys. Also Tergesel, by the way, der Opener hat ihm absolut nichts gebracht. Der hat hier echt nicht viel gemacht. Neuer Running Gag. Ja, das ist halt, ich bin halt zu gewohnt, Englisch zu sprechen. Das kommt dann einfach aus mir raus. Im Normalfall werden ja auch Gamertags auf Englisch ausgesprochen. Selbst im deutschen Gebrauch. Du sagst ja auch nicht Hero Marine. Du sagst ja Hero Marine. Ne? Also. Ah, weil Musti ja so ein deutsches Wort ist, ne? Oh, der einzelne Marauder versucht ja echt alles, was er kann. Rusty Musti, ja. Rusty Mustard. Ja, naja, rostiger Senf. Wird aber auch nicht unbedingt passen. In dem Spiel gibt es übrigens nicht mehr gerade Wildes zu erzählen. Blink ist fertig. Radabob macht hier mit 4 Stalkern alles, was er will. Das Opening von Terxel hat ihm ja nicht wirklich zurückgedrängt. Ich meine, das ist eine vernünftige Map für Protoss. Für Terraner. Also gut, den SCV gesniped. Hat hier im Norden auch immer noch die Rex stehen. Für Production. Sims hat fertig geworden. Wir haben quasi einen 3-1-1 Setup mit einem dritten CC. Währenddessen haben wir Blink in Turobo, also ein deutlich normaleres Bild von Tralabob. Wobei Starin jetzt noch nicht ungewöhnlich ist. Die haben kein I am Ende bei solchen Wörtern. Ja, trotzdem. Musti ist kein deutsches Wort. Also darfst du mir nicht dafür hier angreifen, dass ich es Englisch ausgesprochen habe. Ja, hier wollen wir mal Grenze ziehen. Alles gut. Tobi Master auch in on behalf of the SC2DE Community. Danke für den Follow. Ich meine, ich hab kein Pop-up hier, aber ja. Musti ist sowas von deutsch. Für was steht? Was ist ein Musti für ein Wort? Steht's im Duden? Was heißt ein Musti? Wäre mir neu. Jetzt wird hier voll die Diskussion aufgebaut, ich schwör's dir. Tralabo probiert hier echt alles mit diesen Stalkern rauszuholen. Boah, schön Tempo mit den 4 SUVs. Ah, 5 SUVs. Der erste Stalker, der verloren gegangen wird, liegt nun hier auf dem Boden und geht in die Kala. Hopp, da ist er. Oh, Tralabo, pass auf! Er verliert seine ganzen Stalker! 2 Riegler gesaved. Also, das war ein guter Move von Tralabo von Terks, aber es war auch nur eine Frage der Zeit, bis das passieren wird. Also richtig gut gemacht von dem blauen Terraner, der hier auch einfach mit dem doppelten Army Supply durch die Gegend läuft. Wir haben immer noch keinen Charge. Boah, da müsste Charge schon mal Chrono boosten. Er Chrono boostet! Was? Die Robo bei nichts macht. Oh, das ist eine richtig gute Chance für Terxel, sich hier doch den zweiten Sieg zu holen. Ich sehe deutlich vorne Supply. Das ist das, was du machen musst. Marauder nach vorne. Allerdings war das ein bisschen zu früh. Der Force Field hat eine gute Position gehabt. Wir müssen uns zurückziehen in die Shield Battery. Vierter Nexus auch gestartet.
Und Terxel kann sich hier... Oh, ein Tank zurückgelassen! Und das möchtest du nicht verlieren. Aber man muss aufpassen, die Marines müssen nach hinten gezogen werden. Das war ein gutes Micro. Der Koloss auf dem Tank drauf. Das heißt, wir haben hier 4 DPS auf den Zealots drauf. Charge ist mittlerweile auch fertig geworden. Plus 1 Ground Weapons wird auch fertig. Boah, der Koloss. Schönes Fokusfeuer auf den Marines, die jetzt hier vor den Marauders stehen. Oh, wir müssen aufpassen. Die Bio uns wieder so knapp wie im ersten Game. Aber Stalker blinken hier über die Gold Wall. Und damit ist der Push auch endlich geklärt. Der Tank kann gut was machen. Der letzte Marauder ist im Überleben. Die Stalker werden jetzt hier die Medics nochmal ein wenig verfolgen. Und Tralabob schafft es hier gerade so, wirklich gerade so, diesen Push zu verteidigen. Terxel, gutes Micro, aber einfach nicht in der richtigen Position gestanden. Hat auch den Tank verloren. Hätte ich vielleicht von Anfang an hier hinten hingehen müssen. Oder aggressiver hier vorne sein müssen. Also well played wieder auf beiden Seiten. Damit haben wir das Spiel quasi equalized, weil beide Seiten 3 Base haben. Zweite Forge auch auf dem Weg mit dem vierten Nexus. Beide beinahe gleich viele Worker. Fünfte Base von Tralabob, die hier unten ist natürlich wild. Ich glaube, die fünfte. Wait, what? Will er die haben zum Overcharge, damit der hier die dritte harassen kann? Oh, dauert aber noch ein bisschen, bis die offen ist. Und Terxel hat keine Ahnung, dass das passiert. Das heißt, sie verlieren hier direkt 7 SCVs. Tralabob könnte sogar über die Wall blinken, um versuchen, die Orbital zu snipen. Währenddessen haben wir einen einzelnen Spotter Marine, der hier den vierten Nexus sehen wird. Und hier oben. Oh mein Gott, die Rex lebt immer noch. Alter, was ein Chat-Move. Oh, der Marine kriegt sogar eine Probe. Kriegt sogar eine zweite. Oh, und dann wird er geäfftut. Hier vorne, die Kolosse sind weit zurückgezogen. Das heißt, die Bio hat hier ein leichtes Spiel gegen die Gateway Army. Der fünfte Nexus ist gleich fertig. Die zweite Robo wird gleich fertig sein. Wir bräuchten mal vielleicht langsam mal was anderes als Koloss, Stalker, Zealot. Vielleicht Blink oder Disruptor. Vielleicht auch ein bisschen in die T's tacken so langsam. Boah, das wird aber ein guter Surround sein, die Tanks. Oh, guter Fokusfeuer auf den Kolossen. Das ist natürlich genügend Bio für die Zealots. Auf einmal sieht das gar nicht mehr so gut aus für Tralabob. Muss sich hier deutlich weit zurückziehen. Jetzt kommen aber die Bio nach vorne. Die Marines nach wie vor stellt sich vor die Marauder. Das heißt, die Kolosse machen hier richtig guten Splash-Damage auf der Bio drauf. Wir müssen jetzt SCVs ziehen. Das Army Supply fällt jetzt sogar in Führung für den roten Protoss. Ein dritter Koloss kommt wieder von hinten. Wir haben nur 2 Vikings in der Luft. Da kommen aber nochmal Bio-Units auf der linken Seite. Aber auch das hier wird nur sehr knapp reichen, das zurückzuziehen. Die Kolosse auf der oberen Seite können die Bio alleine nach oben pushen. Tralabob ist nun vorne im Supply auf 5 Nexus mit 78 Worker. Terxel auf 60 Worker runter. Die vierte Base ist noch keine Planetary. Die blinken nach vorne, können hier 2 Medivacs sofort snipen. 2 Weichens reichen natürlich nicht aus, um mit drei Kolossen fertig zu werden. Allerdings haben wir auch keine Kolosse, die gerade die Stalker unterstützen. Das heißt, Stalker stehen hier vorne alleine und die Planetary ist kurz davor fertig zu werden. 24 SCVs insgesamt verloren. Wir haben sogar eine Hero Probe, die jetzt mithilft. Yeah. Währenddessen hier oben ein Einzelmarine mit einem zweiten. Krasse Barracks, Alter. Aber die vierte CC inklusive Planetary wird hier dann doch fallen. Und dadurch fällt Terxel auf ein 3 Base zurück. Und das ohne viel... Oh, da war ein Pause, okay. Fällt hier auf 3 Base zurück, wo die Natural bald nicht mehr... Also Natural sind noch Half-Mining. Die Mains sind noch Half-Mining. Die wird bald komplett draußen sein. Die Gold fängt, wird auch bald aufhören. Und das heißt, dass die ganze Map ist gerade in der Macht von Tralabob. Der sich hier in Game 2 richtig gut zurückkämpft, nimmt jetzt hier auch den Upgrade Equalizer. Aber bis das 2-2 fertig wird, wird hier wahrscheinlich nochmal ein Kampf passieren. Der Tank ist nicht gesieged. Das heißt, Tralabob kann hier einfach rein A-moven. Die Bio wurde nicht gepriesplittet. Oh mein Gott, die Kolosse schießen auf den Riffhande. Oh Gott, wie heißt das Ding auf Deutsch? Keine Ahnung. 140 Supply gegen 87. Tralabob zieht sich noch ein letztes Mal zurück. Dritte Robo auf dem Weg. 2-1 jetzt auf seinen Units. 5 Gateways am Start. Über 80 Worker. Ist sehr oversaturated. Muss also ein bisschen was raffinieren. Dankeschön. Okay, ja gut, never mind. Ja, einfach zu viel für Terxel. Tralabob mit einem sehr soliden Game Nummer 2. Nach dem, ja, Cheese, der gefailed ist.
von Terxel, aber es war ja auch irgendwie kein richtiger Cheese. Es war ja mehr, war es Single Barracks Proxy? Single Barracks Proxy, aber hatte trotzdem noch einen zu Hause mit Reaper into Double, Techlab Marauder. Ganz, ganz wildes Ding. Auch finde ich auch nicht so gut auf dieser Map. Also der Spot über die Minerals zu floaten mit der Rex ist bekannt. Aber ich weiß nicht, wie sehr man darauf wirklich scoutet. Also die Idee war da, aber ich persönlich mochte es jetzt auch nicht. Also ich meine, da war wieder viel Spiel drin zwischen beiden. Also die beiden sind wirklich sehr, sehr equal gematcht. Aber jetzt hier wirklich zu sehen, wer da in Führung kommt, tun wir nur in Game Nummer 3. Und Game Nummer 3 haben wir hier auf Crimson Court. Das wird entscheiden, wer von den beiden sich hier in der Gruppe nach oben schießt. Und der andere wird fallen. Es liegt zwischen diesem Menschen hier, der blaue Terraner Terxel, gegen seinen Gegner in diesem Best of 3 in Map Nummer 3. Derjenige, der das Stargate nicht hingekriegt hat, aber mit dem Blinkbild hat er es geschafft. Das ist Trallabob. Terran, go, go. Fühl dich. Oh, interessant, dass Terxel jetzt hier auch SCV scoutet. Außer, dass wir wieder eine Proxy Rurks. Hallo? Ich muss kurz mal einen Schluck trinken. Sekunde. So. Interessanterweise war Terxel nicht in der Position, den Nexus zu delayen. Also das ist jetzt schon ein Win für Trallabob, obwohl der SCV hier vorne war. Oh, die Probe wird auch rauskommen. Aber CCC aber auch. Boah, die CC ist spät. Ist bei 7 Sekunden. Das heißt, sie hat bei 1,45 gestartet. Das ist spät. Das ist nicht ganz so gut. Fares, wird der Reaper in der Lage sein? Oh, wo sind wir dahin? Wohin ist er geklickt? In der Natural? Oh, an die Rampe. Das heißt, er wird die Probe wahrscheinlich finden, aber zu spät. Da haben auch wieder das Stargate gegen 1-1-1. Aber Terxel, dadurch, dass er so schnell den Hit bekommen hat, kann der Reaper hier nicht weiter scouten. Oh, aber schön gemacht mit dem Adepten. Oh, und das war's mit dem Reaper. Oh, and Miss Micro. Das, liebe Leute, war Anti-Micro. Hätte er den Reaper nicht gemicrot und wäre weiter auf Move Command, wäre er nicht getroffen worden. Und das ist für Trallabob natürlich was richtig Feines, den Reaper da so zu snipen, ohne dass der Tech gesehen worden ist. Und es sieht fast so aus, als hätten wir den gleichen Mirror gegenüber Game 1, wo wir Stargate mit Phoenix First, yep, gegen oh Gott, das Starport ist sehr spät. Wir hatten aber auch irgendwie nicht das Gas dafür. Wild. So, machen wir jetzt ein zweites Cyclone gleich oder bleiben wir bei einem Cyclone? Ich meine, wenn Trallabob Stalker öffnet, war es Blink. Wenn Trallabob Adept öffnet, ist es Stargate. Ich weiß nicht, ob das Standard ist für ihn. Oder ob Terxel das vielleicht weiß. Oder ob das ein Ding ist. Ah, das ist auch richtig schön. In Game 1 konnte er den Adept saven. Hier in Game 3 kann er den Adept nicht saven. Natürlich wieder einmal Map Vision, das verloren geht. Auch eine Unit weniger. Und ja, es ist die gleiche Bild nochmal. Und dieses Mal Text. Bitte nimm die Marines mit. Auch wenn du gegen Blink spielst, nimm die Marines einfach mit. Das ist so viel mehr DPS, die du hast. Da kannst du sogar gegen Stalker fighten. Und du kannst immer noch die Marines retten. Oder die Cyclones. Deswegen. Move Commander, komm mal drüber, okay. Ja, direkt Hull Damage. Schön gemacht. Phoenix auch sofort gezeigt, das heißt, Terxel weiß sofort, was los ist. Nimmt sich auch 6 Marines mit. Oh, warum nimmst du die Marines nicht mit aus der. Okay, nee. Ich sag nix, wir werden uns einfach angucken, wie das Ganze abläuft. Trallabob scheint wohl wieder auf die Koloss-Variante zu sein.
Also Phoenix into Koloss. Ich spiele lieber Phoenix into Charge. Ist auch ein bisschen älterer Style, aber ich mache ihn einfach persönlich mehr. Oh, guter Start. Direkt die Schildbatterie mal eben 40 Energie runter. Das kannst du weiter pushen. Du musst da nicht zurück. Du kannst zumindest stehen und die Phoenix snipen. Die Phoenix zu snipen ist deutlich besser, als die Units hier zu saven. Oh, sieht's auch mit dem Medivac. Oh, du willst da nicht rein. Talabob, du willst da nicht rein. Talabob, du willst da nicht rein. Talabob, das, okay. Boah, die Adepten wollen schon aber die Marines. Wir können hier ein... Oh, okay, deine Phoenix wird gesniped. Und der Rest wird gesaved. Und auch das ist ein Trade, der okay ist. Oh, wir sind auf dem falschen Phoenix gelockt. Also, wenn du nur einen Phoenix verlierst... Ich meine, wir hatten natürlich zwei Adepten mehr als eben gerade und auch einen Stalker mehr. Und einen Phoenix mehr, glaube ich, auch. Also, das war insgesamt... ja, der Fight kam einfach zu spät für Terx, ne? Durch den zusätzlichen Warp-In hatte Trallabob hier dann doch einen guten Fight rausnehmen können auf der Mitte der Map. Und währenddessen sind wir hier auf einem 5-Rex. Das ist natürlich sehr wild. Ich denke mal, normaler ist es heutzutage, eine 3CC zu spielen gegen Stargate. Weil es einfach normaler ist, Stargate into Koloss zu spielen. Das heißt, du hast immer noch sehr, sehr frühe Kolosse gegenüber Blink. Wenn nicht sogar, ich glaube, schnellere Kolosse als gegenüber Blink. Und Phoenix geben dir die Möglichkeit, alle möglichen Harassment-Tools einfach zu denyen. Und 5 Rex ist eine Build-Order, wo du einfach nur sagst, okay, ich will einfach die Masse und will dich komplett überrennen. Problem dabei ist, wir werden wieder sehr, sehr viele Marines haben. Wir haben Charge auf dem Weg, plus 1 auf dem Weg, Thermalance auf dem Weg. Der Push von Terxel wird deutlich schneller sein, dadurch, dass die Upgrades jetzt anfangen, sich zu line-upen. Auch sehr interessant, dass Halabop hier auf 4 Phoenixen aufhört. Ich persönlich gehe gerne bis auf 7 Phoenixe hoch. Also ich weiß nicht, wie viele Phoenixe normal sind. Ich persönlich spiele gerne mit 7. Boah, aber er hat immerhin gute Map Vision und Map Control. Kein Phoenix verloren. Der Tank ist hier auch in der Medivac. Ja, natürlich jeden Movement Command, den Terxel nicht nach vorne gibt, delayt den Push etwas. Hat aber dafür jetzt aber auch schon wieder sofort den Tank verloren. Auf der vorderen Seite haben wir bereits einen Koloss. Wir haben sogar Force Fields. Und dann kannst du da einfach nicht mehr machen. Wir haben eine Full Energy Battery. Wir haben eine zweite Battery, die gleich fertig wird. Der Observer sieht alles. Du kannst hier einfach stehen bleiben. Oh, und immer noch, der Tank ist zu weit weg. Das heißt, die Force Fields können immer noch sehr gut Force Fielden. Und mit Marines kannst du nicht ganz so viel anbereichen. Der zweite Koloss taucht nun auch auf. Der zeigt sich noch nicht. Jetzt zeigt er sich und damit muss Terxel sich wahrscheinlich wieder zurückziehen. Auch wenn Army Supply was anderes sagt. Aber Terxel muss hier angreifen. Oh, er hat so viele Marines, Alter. Wir haben 51 Marines bei Minute 8. Ach du Heilige. Oh, nicht schon wieder Game 1. Der nee, Game 2. Oh, der Tank wird easy gesniped. Wir haben immer noch 3 Phoenix in der Luft. Oh, Terxel hat alles gestimmt. Mit nur 4 Phoenixen, das ist gewollt. Oh, jetzt haben wir sogar einen dritten Koloss, der jetzt fertig wird. Plus 1 haben wir, by the way, auch schon. Blink ist auf dem Weg. Charge haben wir auch. Die Phoenixe könnten die anderen beiden Tanks theoretisch liften. Boah, jetzt musst du langsam rauf. Bevor die jetzt schießen sich die Tanks. Oh, der Feind kommt vielleicht ein bisschen früh. Oh mein Gott, aber die Kolosse shredden die ganzen Marines runter. Deswegen sage ich, du brauchst die Marauder und gegen Stargate into Kolosse kannst du 5 Rex nicht ohne Marauder spielen. Der ganze Push wird sofort zu Ende geschlagen. Und Trallabob mit diesem einzigen Fight holt sich hier die gesamte Führung des Spiels. Terxel ist weiterhin auf einem 2-Base All-In. Fängt jetzt mit dem Marauder mittlerweile an. Aber es ist einfach zu spät. Macht jetzt auch Vikings. Aber die Vikings müssen dann auch erstmal an den Phoenixen dran vorbei. Und eieiei. Fun Fact, Trallabob hat bisher alles gewonnen. Ist nur falsch bei Liquipedia eingetragen. Oh, ehrlich. Ehrlich. Das habe ich leider nicht mehr im Kopf tatsächlich. Wir hatten ja jetzt, glaube ich, 2 Wochen Pause von Liga 2. Was ist denn da los bei euch? Ja,
Also Tralabob ist hier eindeutig in Führung. Vierter Nexus, zweite Robo, zweite Forge, Templar Archive, Blink ist gleich durch, plus zwei ist gleich, ein Drittel, dann ein Viertel. Ein vierter Koloss auch auf dem Weg. Okay, der dritte. Haben wir einen verloren? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube schon. Gut, wir haben einen verloren. Ja, okay. Ja, also das sieht richtig gut aus für Tralabob, der mittlerweile auch schon jetzt die Führung im Supply übernimmt. Sogar im Army Supply. Und die Sache ist natürlich, die Phoenix, die Vikings sind tatsächlich nutzlos. Das heißt, wir haben 8 Supply, 4 Supply, die nutzlos sind. Plus nochmal 8 Supply von den Medivacs. Das heißt, wir haben 10 Supply, die einfach nichts machen, großartig in dem Kampf. Oh mein Gott, er will den Contain starten. Aber der Contain ist auch in Vision. Oh, und das wird sofort gescoutet. Wir rennen jetzt sofort drauf. Der Archon tankt auch richtig viel, aber wir kommen noch nicht mal mehr durch die Zealots durch. Und das heißt, dass Tralabob den gesamten Push hier einfach komplett hops nimmt. Aber die Archons sind mittlerweile auch gefallen. Die SUVs fallen jetzt auch. Oh, die Vikings kommen doch durch die Kolosse so langsam durch. Ein Disruptor fängt auf einmal an, auch rumzuschießen. Und trotzdem wird Terxel wieder einmal komplett zurückgeschlagen. Verliert hier auch 8 SUVs. Nicht ganz so schlimm, dadurch, dass er dich sowieso nicht komplett meinen kann. Aber da ist einfach kein Meat mehr in der Armee, das einfach nicht mehr genügend das vernünftig fighten kann. Der Observer wird gesniped und hier unten ist der nächste. Also Tralabob spielt hier in dem Moment einfach in der... Oh mein Gott, der Medivac mit dem Tank wurde gesniped! Schöner Blink von Tralabob. Und jetzt sehen wir natürlich auch im Supply. Look at this supply. Look at it. Look at it. Look at this supply. 71 in 140. Das doppelte Total Supply für Tralabob, der mehr als die doppelten Worker hat und das doppelte an Army Supply. Das ist der Scan mit How far behind am I? Scan. Und er sieht jetzt eine voll saturierte vierte Base. Er selber hat noch nicht mal eine dritte CC. Zieht alle. Warum ziehst du SCVs, wenn du gegen Archon Koloss Disruptor spielst? Ich meine, was sollst du sonst machen? Aber das wird einfach nicht reichen. Terxel ist hier eindeutig im Nachteil und wird das auch nicht mehr besiegen können. Das würde, dass Tralabob sich hier dann nach der starken ersten Map von Terxel sich hier das 2:1 sichern wird. Der Counterattack wird hier nichts machen, vor allem, weil wir ihn gerecallt haben. Die Disruptors rennen hier einfach rein. Die anderen Disruptor werden zwar gefokust, aber von hinten kommen die Stalker. Zealots sind vorne, Archon sind vorne, Tralabob. Mit dem 2:1 Sieg sauber gespielt. Und ja. Da gibt es dann auch nicht mehr ganz so viel zu sagen. Tralabob hat hier einfach. Ich habe vergessen, den Squad zu updaten. Whoopsie. So. Also Tralabob hat sich hier einfach. Stärker beweisen können. Im ersten Spiel mit den Phoenixen hat es nicht funktioniert. Im dritten Spiel hat es wiederum funktioniert. Und das, obwohl das dritte Spiel, glaube ich, schlechter war. Bisschen das Midgame als das erste. Aber das ist Starcraft. Auch Terxel wurde geprotost. Und die Terraner wurden bisher alle geprotost. Zum Glück haben wir keinen Terraner als nächstes, sondern wir haben Droneheart gegen Aerocool. Und das wird wieder ein spannendes Match für die Gruppe sein. Denn ihr seht, wie gesagt, da drüben, dass Aerocool auf gleicher Map-Score und Series wie Baumesbaum steht. Also Stande, da Baumesbaum jetzt ja schon 2:0 gespielt hat. Und das heißt, Aerocool hat ja auch die Chance, sich hier stark nach oben zu kämpfen. Und für Droneheart heißt es, sich die Führung auszubauen. Wenn er hier mit 3:0 im Map-Series rausgehen soll, hat er sich schon mal sehr, sehr gut aufgestellt, der Sieger der Gruppe zu werden. Bernie bleibt weiterhin leider mit 0:3 Letzter in der Gruppe. Terxel bleibt auch noch Vorletzter mit 1:3 in Series jetzt. Hat aber wieder einen Map-Win geholt. Das heißt, Map-Score sieht gar nicht so schlecht aus, wie es vielleicht mag. Zutek, wie gesagt, hat diese Woche nicht gespielt, er hatte seine Pause. Tralabob hat sich hier den Sieg geholt. Ich weiß leider nicht ganz genau, Droneheart, wie dann die Maps jetzt genau stehen, wie das in Wikipedia falsch eingetragen ist. Ich weiß nicht, ob Tag 1, 2 und 3 schon auf YouTube hochgeladen worden sind, weil im zuletzt übertragene Videos von sc2.de werden sie ja, glaube ich, nicht mehr angezeigt nach einer Woche.
Und deswegen weiß ich da jetzt nicht mehr, wie sie genau stehen. Falls das, also wenn das stimmt, was du sagst zumindest. Und das heißt, dass wir uns für jetzt erstmal uns eine kleine Werbung angucken. Da gibt es ein kleines Shoutout und dann gehen wir rein ins dritte und letzte Match für den heutigen Abend. So, und das heißt für mich einmal mein Soll öffnen. Warte, muss ich kurz mal was drücken. So, ein Soll öffnen. Und zwar, kurz mal drücken, so. Großes Shoutout an Maralekos, als natürlich das Turnierleiter und der das Ganze überhaupt erst möglich gemacht hat. Und dann großen Dank an Guarana, an Musik am Pod, Chris2 und Mint Crystal, dass sie hier so kräftig die ML so unterstützen. Also lasst gerne Liebe da, falls ihr im Discord seid, an diese Person und schaut gerne auf der Musik und Pop Webseite vorbei oder in Chris2's Twitch-Stream. Der twitcht nämlich ganz gerne mit seiner Katze zusammen. Und der macht auch, wenn er castet, hier zwischendurch Gitarrenmusik einladen. Also sehr, sehr cool. Holt also auch gerne die anderen Streams, die anderen Gruppen in der MRL. Und für uns heißt es jetzt ins letzte Match des heutigen Abends gehen und zwar Drone Hard gegen Aerocool. Wird Drone Hard sich hier auf der Spitze behaupten können und weiter da oben bleiben? Oder wird Aerocool einen Schritt näher und immer noch die Chance auf den Sieg behalten? Und ich meine, er wird auch mit 2-2, glaube ich, noch die Chance haben. Glaube ich. Obwohl Drone Hard dann 3-0 stehen würde. Ich weiß nicht, ich weiß gerade nicht genau, wie es läuft. Aber auf jeden Fall, noch ist alles offen. Tag 4, da ist noch nichts entschieden. Und für alle Leute ist noch immer noch eine gute Chance dabei, sich hier nach oben zu kämpfen. Und ich werde jetzt direkt mal eine Vorhersage starten. So, wer gewinnt? Fragezeichen. Dann geben wir ein Drone Hard und wir geben ein Aerocool. Das Ganze machen wir für 2 Minuten. Setzt eure Channel Points weise ein. Und stimmt ab, für wer hier sich einen Sieg holen würde. Auf dem Papier ist Drone Hard der potenziell vielleicht etwas bessere, dadurch, dass er einfach gerade 4-0 in der Gruppe steht. Aber es das heißt auch nicht, dass er nicht verlieren kann. Ne? Also, dann das, um das zu sehen, schalten wir jetzt um in Game Nummer 1, Drone Hard gegen Aerocool. Und dadurch befinden wir uns hier im letzten Game des heutigen Abends, das letzte Series für den heutigen Abend. Und in der oberen linken Ecke auf Oceanborn befindet sich der rote Protoss, der sich hier natürlich auf einen Sieg hofft, um Drone Hard von der Spitze runterzuschmeißen. Das ist Aerocool. Als random? Okay, lustig. Und sein Gegner in der unteren rechten Ecke auf Oceanborn, derjenige, der an der Spitze steht, im Moment noch ohne einen einzigen Map-Loss, das ist Drone Hard. Der, by the way, einen normalen Pool First gespielt, Hedge First gespielt hat. Aerocool, eine normale Gate into Nexus. Wobei, nee, das war Nexus. Das war Nexus before Core. Nee, es war Corby von Nexus. Nehm es zurück. So, und interessant, wir sehen noch eine Twilight Council. Das heißt, wir werden hier vermutlich ein Glaive-Build sehen. Also wenn ich Toss spiele, ich krieg Glaive-Build nicht, absolut nicht auf die Kette. Ich krieg Glaive-Builds nicht geschissen. Ich bin richtig schlecht mit Glaive-Builds. Ich bin ziemlich gut mit Robo-Builds. Besser mit Stargate. Aber ich glaube, es geht den meisten Protoss so. Und der erste Adept. Nur da, um zu scouten. Bisschen zu Skill checken, ob Drone Hard hier auch vernünftig die Jones bewegt. Und interessanterweise wird hier der erste Overlord gesniped, der nicht auf dem Pillar steht. Und wir haben auch keinen zweiten Overlord, der die Möglichkeit hat, die Main zu scouten. Das heißt, wir werden hier einfach for free das Twilight Council durchziehen. Die Robo ist auch gleich schon fertig. Da ist das zweite Gateway. Gehen wir jetzt auf den dritten und 4 Gateways hoch oder bleiben wir bei 2 oder nur 3 Gateways? Das ist hier die Frage. Da ist das dritte.
Und die Probe steht noch. Das heißt, da kommt auch das vierte Gateway. Yep, okay. Four Gate Glaive. Das ist natürlich, damit möchtest du den Zerg einiges an Schaden zufügen. Wenn du 3-Gate-Glaive spielst, hast du noch die Möglichkeit, dir eine relativ sichere dritte Base zu nehmen. Vor allem sind Ling-Run-Bys für dich komplett irrelevant mit Glaive-Depth. Und oh, Dronehard spielt Safety Spore. Eieiei, also ihr könnt euch by the way merken an die Zergs hier unten, wenn es ein Stargate-Build ist, taucht der Oracle bei ungefähr 4 Minuten 5 auf. Dadurch, dass er jetzt nicht da ist, weiß Dronehard, dass es ein Twilight-Build ist. Weil er hat auch kein Void-Ray gesehen und Phoenix sind mittlerweile so out, dass die spielt eigentlich keiner. Boah, er hat die Shades gesehen. Aber auch das Prism ist in einem sehr guten Timing. 14 Linge auf dem Weg. Der Roadrun ist leider sehr, sehr spät. Und das ist halt der Nachteil, wenn du nicht weißt, was passiert. Wir haben zwar noch nicht viele Adepten, aber er macht weiter Linge. Ich meine, er kann gerade nichts machen außer Linge. Und auch Army Supply sieht zwar gut aus für Dronehard, aber Aerocool hat ja natürlich einfach die besseren Units mit Glaive Adepten. Er kann ja sogar die Queen snipen, dadurch, dass wir keinen Transfuse haben. Den Shade würde ich durchlaufen lassen. Und er kann die Linge sogar fighten. Der Surround kommt leider erst recht spät. Das heißt, der Fight fängt sehr gut an. Der Warp ist leider auch sehr weit hinten. Ich hätte lieber gewollt, dass das Prism Mike da vorne ist. Das heißt, wir verlieren alle Adepten an den Lingen mit den Queens. Und das ist ein großes Problem, dass die Build Order einfach so komplett zerstört worden ist. Obwohl das Surround spät war und Dronehard weiß sofort, dass er den Push gehalten hat. Da ist keine Chance mehr, wirklich viel Schaden zu machen. Und das sehen wir auch, weil er einfach 10 Drones auf einmal geaddet hat. Hat jetzt auch nochmal ein paar Safety Roaches, um einfach besser rotieren zu können, falls das Prism stark in Aktion treten wird. Der Creep ist noch gar nicht wirklich draußen. Aber das muss auch nicht mit der Build. Er sieht auch hier mit dem, also Dronehard sieht mit dem Zergling, dass auch noch kein dritte Base gestartet worden ist. Sie ist sehr, sehr spät. Also wirklich spät, selbst von Forget Glaive. Und die einzige Chance, die Herr Aerocool hier jetzt noch hat, ist, das Prism aufteilen und Adepten in alle möglichen Basen schicken. Versuchen, so viele Drones wie möglich zu snipen. Und da ist auch noch eine Chance dabei mit dem Dark Shrine. Das auch leider sehr spät ist. Wäre das Dark Shrine jetzt schon fertig gewesen, würde das Ganze hier deutlich besser aussehen. Und die zwei Drones snipen. Oh, und er geht nach rechts. Das heißt, von hier aus kommt er nicht mehr raus. Das heißt, er wird wahrscheinlich recallen. Aber wir haben nochmal einen großen Shade in die Natural rein. Aber genau das sind die Units. Das heißt, der Shade kommt jetzt durch. Er möchte ihn wahrscheinlich in die dritte Shade, aber auch nicht in die Mineral Line. Das heißt, jetzt, sobald die Shades durch sind, die letzten zwei Adepten werden von den Zerglings hier gesehen, werden gesniped. Und auch die letzten Adepten fallen hier. Er kam zwar mit dem Warp Prism raus. Aber es ist alles stabil gehalten worden. Die vierte Base auch schon jetzt gesetzt, während die dritte noch nicht mal fertig ist. Shadow Strike? Okay, das ist richtig. Jetzt bin ich gespannt, was er damit vorhat. Eieiei. Oh, du kannst damit einiges machen. Haben wir einen Overseer? Nee, haben wir nicht. Haben wir Spores nur in der Natural? Heißt, er könnte for free die dritte Hedge snipen oder einfach einmal in die Worker rein und A-moven. Oh nein. Du hast... Geh nicht in die Natural. Danke, bitte nicht. Aber der wurde gesehen. Der Spore war in Range. Oh, der Overseer. Oh, wird das reichen? Oh, entscheide dich, Aerocool, wenn er Oh nein, er verschenkt so viel DPS. Das ist nicht gut. Er wird auch wahrscheinlich nicht mehr die Hedge kriegen in der Main, aber der DT ist das. Das ist der MVP von heute, für das aktuelle Match zumindest. Aber auch da reagiert Dronehard vernünftig. Der Spire ist auch jetzt schon over halfway done. Die dritte Hedge wurde nicht gesniped. Wir haben auch nicht die DTs gerettet. Das heißt, der letzte DT geht hier wohl auf den Spire drauf, der gesehen wird. Aber auch da können wir nichts mehr machen. Shadow Stride ist damit komplett sinnlos. Die vierte Base muss gecancelt werden. Aber Dronehard, ja, er hat nicht wirklich viel Gas, auch in Mut, das zu gehen. Hat auch für einen kurzen Moment weniger Worker gehabt. Na, vielleicht sieht es doch nicht so schlecht aus, wie ich dachte. Aber der Tech, Alter, ich nehme alles zurück. Guckt euch mal bitte, der Supply, look at the Supply, wieder einmal. 540. Na, richtig, einfach nur den Spire zu haben, ist schon sehr viel Druck auf den Protoss. Also wieder die vierte gesniped, wird aber wieder die DTs verlieren. Okay, er kann zwar einen einzigen nochmal saven. Aber auch das ist wieder nicht so gut. Okay, Regel, was haben wir denn da?
Wehe, dieser Aeromann enttäuscht mich. Ja, RIP mit Caps. Aber ich hab's gelesen. Oh, wir haben zwei Immortals, zwei Archons, wir haben Blink gleich fertig. Vierter Nexus ist gewollt. Ich würde auf drei Nexus erstmal bleiben, ein paar Blinkstalker wirklich machen. Darauf scouten mit dem Observer, ob da jetzt wirklich Muten kommen oder nicht. Auch nochmal zwei oder drei Observer mehr bauen. Ja, zwei, einen für hier unten, einen für hier vorne, um einfach zu sehen, von wo aus die Muten kommen, falls da welche sind. Hätte auch eine Sentry warpen können, um mit einer Halluzination vielleicht zu scouten. Wir haben, ich mag auch nicht, dass es nur drei Mutas sind. Es hätten fünf mehr sein müssen. Ja, er macht nochmal zwei Stück. Aber wird er warten? Ich weiß es nicht. Ich meine, wir haben eine Cannon und eine Battery auf jeder Base. Und wir haben keine Cannon in der dritten, aber das brauchst du auch nicht. Ja, das ist gute Verteidigung. Gute Verteidigung, trotz der Situation. Und Dronehard verschenkt hier ein wenig die Position, die er hatte, indem er die Muten gemacht hat, oder so spät gemacht hat. Boah, die Linge können hier einfach nicht gut traden. Wir haben Glaive Adepten und drei Archons. Richtig, richtig stark. Aerokul kann hier weiter fighten, bringt auch das Prism nach vorne, um wahrscheinlich zu warpen. Aerokul hat auch mehr Worker und die vierten Nexus fertig. Und währenddessen war Aerokul die ganze Zeit, war Dronehard die ganze Zeit auf drei Base komplett stuck. Boah, kann aber hier die Base nochmal saven, die Base hier unten wird auch gesaved. Wir warpen nochmal eine ganze Menge an Adepten ran. Aber das Problem sind, die sind jetzt auf einmal die Roach Ravager und nicht mehr die Zerglings. Wir haben die Archons verloren, das heißt, dadurch, dass Immortals... Oh, Rico, die Immortals mit einem verlieren. Er verliert beide Immortals gerade so. Goodbye, Immortal. Also das Harassment wurde zunichte gemacht. Joan hat 175 Supply, 100 Roach Supply. Oh, 33 Bailinge haben wir Bane Speed. Wir haben kein Bane Speed, das heißt, das ist die einzige Chance. Das heißt, wir haben aber auch nur Archons zu Splash. Wir haben keine... kein Storm. Und haben wir Charge? Wir haben immer einen Charge, aber das ist eine sehr... Oh, genau, wir haben Main Speed. Habe ich das gesehen? Oh, ja, da ist es doch. Oh Gott, und das ist eine Armee, die natürlich dieser puren Gateway-Armee einfach A-Move. Und dieser A-Move passiert genau jetzt. Wir haben 33 Banelinge, die in die Protoss-Basis einrennen. Wir haben die Splits. Battery Overcharge wird sofort zerstört. Die Banelinge können for free machen, was sie wollen. Die Gateway-Units können nichts mehr machen gegenüber dieser riesen Roach Ravager Ball, den wir hier haben. 12 Pros sind mittlerweile auch schon verloren. Die letzten Stalker verteidigen sich hier noch das, was sie können. Aber der vierte Nexus wird fallen. Die Stalker werden auch fallen. Diese gesamte Zerg-Armee kann hier nicht gestoppt werden. Und Aerokul deutlich hinten. Schickt einzelne DTs über die Map, aber auch diese können nicht mehr viel machen. 15 Probes verloren, Aerokul stuck, wieder zurück auf drei Basen. Die Main ist fast leer, die Natural fängt an dried zu werden. Die dritte ist die einzige, die noch meinen kann. Aber Dronehard hat jetzt hier die vierte, hat hier unten die Base. Diese kann er einfach wieder rebuilden. Er hat 78 Drones an Economy. Die einzelnen DTs können ja was machen. Er kontrolliert sie gut. Und sie machen auch nicht viel. Das ist das Problem. Aerokul nimmt sich hier die vierte wieder einmal raus. Aber Dronehard ist maxed. Mit Roach Ravager, Ling Bane, Muta. Tatsächlich eine sehr wilde Kombination an Units. Will anscheinend mit den Muten wieder anfangen zu harassen. Oh, 4 DTs. Boah, er muss hier aufpassen, darf die DTs nicht verlieren. Aerokul, bitte mach was. Oh, Aerokul verliert nicht die DTs. Der erste DTs wird gesniped. Er muss hier auf achten. Oh, er blinkt 2 raus, der dritte noch nicht. Aber 3 DTs zu saven, das ist ja mein vernünftiger Trade dieses Mal gewesen. Oh Gott, oh nein. Oh Gott. Das Prism steht da komplett alleine rum. Ist das crazy? Auf der rechten Seite auch wieder ein einzelner DT. Jonah hat tatsächlich nur noch auf 4 Basen. Der vierte Nexus ist auch wieder fertig. Ach, wir haben immer noch Max Supply für Dronehard. Und Aerokul versucht sich hier mit allem, was er kann, zu verteidigen. Der Harassment war mal gut, dann war er wieder schlecht, dann war er wieder gut. Dafür war der Fight gut, dann wieder schlecht, und dann war er wieder gut, und dann war er wieder schlecht. Und jetzt haben wir Pure Stalker gegen plus 2 Linge.
Battery Overcharge passiert sofort, das... Oh Gott, das Micro war aber richtig gut. Und ohne Banelinge kannst du hier nicht einfach reinmoven. Die Zerglinge gehen hier auch gut nochmal down gegenüber den Adepten. Wir haben nur noch das Roach Ravager. Und das ist natürlich eine gute Position für Eriko zu fighten. Gerade in der Battery, in dem Arc, in der Choke zwischen den Nexus und der Mineral Line. Heißt, auch wenn das hier schlecht aussieht, das ist nicht unmöglich zu halten. Aber wir haben so viele plus zwei Zerglinge, die hier... einfach helfen werden. Oh, die Biles treffen die Battery, treffen die Stalker. Das sieht so aus, als wäre das endlich fertig. Das Spiel. Oh, es kriegt er den letzten Overseer gesniped. Ja, das heißt, er kann mit die TC die Base saven. Aber er kann einfach neue DTs machen. Ein neuer Overseer machen. Er wird schon wieder die vierte Base verlieren. Der vierte Nexus wird schon wieder fallen. Die Mutas machen immer noch Probleme. Eroku hat kein Geld mehr. 60 Supply. Die Probes wurden verloren. Die Mutas sind in der dritten Base. Da haben wir keine, upsala, keine Cannon. Und auch diese Stalker werden nicht lange überleben, wenn die Roach Ravager erstmal aufhört. Ich bleibe einfach in der Ranglistung, weil es cool aussah. Oh Gott, noch nun 30 Banelinge. Oh Gott, cool, das war's natürlich. Das, die verteidigst du nicht mehr mit 5 Stalkern. Da kommt noch eine Battery Overcharge durch, aber wir haben einfach keine Units mehr. Wir haben zwar Overlords hier oben, aber wir werden einfach die Battery komplett tot, weil ein GG ist called. Drone Hard holt sich das 1:0. Das, meine lieben Freunde, war sauber gespielt und ich bin total überblichend schon wieder. Das ist zu dunkel. Der ist auch noch dunkel. Mann, was ist denn da? Also kann man die Belichtung nicht richtig einstellen. Mann, wenn das für einen Rotz hier, ne? Also Drone Hard bleibt für den Moment undefeated. Hat sich hier stabiles Game, aber Aerocool sah nicht chancenlos aus. Also da, ich würde sagen, da ist immer noch alles drinne. Das war nicht schlecht gespielt von der Aerocool, wirklich nicht. Es war einfach nur, ja, die Build Order war gut executed, aber er hat einfach keinen Schaden bekommen. Der Shade war nicht gut genug, er hätte die Queens weiter fighten können. Wir haben auch einen Warp-In weniger gehabt, als du hättest eigentlich sollen. Weiß nicht genau warum. Und die dritte war auch sehr, sehr spät. Blinkt war so richtig. Die DTs mit Shadow Strike waren auch zu spät. Wir haben es gut harassed. Aber sobald der Harass einmal quasi gestoppt worden ist, ist A-Move und gib ihm. Und da war es dann einfach schon zu spät für Aerocool, sich hier die richtige Armee aufzustellen. Archons hätten da vielleicht noch was gemacht. Aber er hat auch einfach dann nicht mehr das Geld gehabt, die DTs zu warpen, um Archons zu machen, weil er hat die Stalker gebraucht. Und ohne Storm verlierst du einfach gegen Banelinge, das ist so. Und ja. Unlucky, nächstes Game aber win, okay? Wer sagt das nicht mir? Sagt das Aerocool. Ja, das heißt für uns, dass wir reingehen wollen in das potenziell letzte Spiel für heute. Das war Drone Hard gegen Aerocool Game Nummer 2. Und das ist derjenige auf Golden Aura, der Herr, der sich hier wieder zurückkämpfen muss. Der rote Protoss, das ist Aerocool. Und sein Gegner in der unteren rechten Ecke, derjenige, der bisher undefeated in der Gruppe ist, wird er dieses Mal seine erste Niederlage erfahren oder wird er weiter in der Gruppe nach vorne gehen? Das ist Drone Hard. Second Game von dem Best of Three. Team Phoenix. Für Aerocool. Marl Esports, glaube ich, heißt das. Für Drone Hard. Aerocool mit dem Hedgeblock. Auf Golden Aura mache ich einen Hedgeblock nicht so wirklich, weil das immer noch eine leichte Position ist zu verteidigen, dadurch, dass du die Rampe hast. Noch wenn Units von hier oben kommen, hast du eine einzige Stelle, die du verteidigen musst, weil diese Rampe einfach dir das zu leicht zu verteidigen. Vor allem kannst du die mit zwei Evos wallen, glaube ich. Also, weil diese Spikes weiter nach innen gehen, kannst du hier eine Evo setzen, hier eine Evo setzen. Dadurch hast du hier quasi die beiden Hexe stößen aneinander, was alles außer One-Hex-Units quasi blockiert. Ich glaube nur Probes, Zerglinge und Ghost können, glaube ich, durch. Alles andere kann da nicht durch. Ich glaube Marines noch. Dann ist aber wieder auf. Und deswegen sehr leicht zu warnen, falls irgendwas Schwieriges kommt. Das heißt, er muss sich nur auf diese Rampe fokussieren. Oh, die Probe kommt aber auch nochmal weg. Hätte gern gescoutet in der Main, ob er das Gas noch weiter nimmt oder nicht. Du kannst in den Basen vom Zerg bleiben mit der Drone bis 3 Minuten 35, bevor du raus musst, weil dann die Queen poppt.
könnt ihr euch mal so merken, ihr lieben Protoss-Spieler. Und ihr würdet gerne sehen, wie das Gas genutzt wird, ob da 3 im Gas bleiben, ob er nur 2 drin hat, ob er auf 1 runtergeht oder komplett rausnimmt. Weil dementsprechend wisst ihr auch, wann leer genommen wird. Ob es vielleicht ein Late Roach Warren ist, ein Early Roach Warren. Viele Queens, wenige Queens, bla 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 bla. Aber Irokul bleibt Game 1 treu und spielt wieder Glaive mit sehr schneller Robo dieses Mal. Die Robo ist deutlich schneller als in Game 1. Und es ist wieder Glaive. Also Irokul möchte sich hier nicht mit Stargate behaupten. Hat aber auch die dritte Hedge mittlerweile gesehen. Das heißt, dieses Match ist wieder offen für beide Leute. Alter, was eine Wall. Eieieiei, das ist eine Hero Wall. Wenn hier jetzt ein Pylon wäre, dass nur noch hier Platz ist, wäre das absolute Hero Wall. Boah, ich glaube, so wie das steht, wäre hier ein Pylon eine Full Wall. Alter, krieg ich da. Da geht mir einer negativ ab, wenn ich so eine Wall sehe, ey. Oh, der Stalker hat nicht genügend HP. Yep. Okay, das ist zumindest ein guter Block. Probe wurde gesniped von den Zerglings hier unten. Das ist wieder 4 Minuten 5. Oh ja, guck mal. Wunderschön von Jonah, dieses Mal zu sehen, was los ist. Er hat zwar keine Ahnung, dass das Glaive ist, aber er hat mit seinen Wirkungen auch gesehen, dass hier keine... Oh, er hat nicht viel gesplittet. Er hat nicht viel gesplittet. Vielleicht weiß das einfach nur, dass da vielleicht wieder Glaive gespielt wird. Er hat nämlich keine Spores gemacht. Das Roachrun ist deutlich früher wie vorher. Ich hätte nur gerne ein zweites Gas. Wobei, wenn du gegen Glaive spielst, ist ein Gas ganz okay. Da du ja nur verteidigen möchtest. Du nimmst normalerweise ein zweites Gas, wenn du Counterattacken möchtest. Du bleibst auf ein Gas, wenn du quasi daraus makron möchtest. Und jetzt haben wir hier den Warp-In. Mit dem Warp-In möchtest du eigentlich nur einmal shaden, die Queens fighten und den Shade canceln und auf einen weiteren Warp-In warten, dass du 12 Adepten hast. Oh Gott, der Shade. Bitte lass ihn nicht durch, bitte lass ihn nicht durch, bitte. Danke. Oh, direkt schon den Adept verloren, er muss wieder warpen. Ja, musst du fighten. Das ist gut. Das ist ein Kampf, den du nehmen kannst. Boah, schönes Prism Micro. Die zwei Adepten gesaved. Das war ein guter Start für den Kampf. Und Joan Hart hat jetzt schon die ersten Roaches draußen, aber damit kannst du jetzt anfangen, was zu machen. Was ich jetzt machen würde, ist, teile die Adepten auf, dass du die hier hinschickst, einen Adepten in die dritte, drei Adepten hier, drei Adepten hier, das Prism in die Main und Adepten in die Mineral Line. Einfach nur Drones rechts klicken. Während du deine dritte nimmst, die auch dieses Mal schneller ist wie vorher. Und natürlich Immortal Shuttle. Du möchtest Immortals haben. Immortal und Blink. Oder Immortal und ein Twilight Council. Oh nein, er schickt alle. Oh, lässt es auch noch durchkommen. Das möchtest du nicht machen. Aerocool. So spielst du kein Glaive. Oh, aber Joan Hart will auch anscheinend nicht engagen. Er schickt die Zerglings zu dem Shade. Der Shade natürlich jetzt hat ein bisschen Zeit, hier was anzurichten. Er muss die Jones weiter rechts klicken. Dadurch, dass die Jones geaimoved sind, sind sie auch ein Target. 7 Jones fallen sofort. Und die Choke ist richtig gut für die Glaive-Adepten. Die Zerglinge haben absolut keinen Surround. Und die haben weitere Adepten jetzt hier in der Natural drinne. Wieder weitere Adepten shaden in die Main, die aber sofort... Oh mein Gott. 11 Jones sind jetzt schon gefallen. Das Prism könnte immer noch jetzt an die dritte zurückwarpen. Die Adepten in der Natural shaden jetzt komplett raus erstmal. 11 Drones und ein paar Adepten gesaved. Das war dieses Mal ein deutlich bessere Glaive-Attack als in Game 1. Und Drone hat dadurch, dass er ein sehr spätes zweites Gas hat und davon immer noch nicht gemeint hat, heißt, wir können auch keinen Counter-Attack starten. Deswegen ist dieses zweite Gas eigentlich so normal und wichtig, wenn du Roaches spielst. Zumindest so früh. Du brauchst das zweite Gas einfach für Ravager, weil nur mit Roaches... ...gegen Force Fields. Normalerweise wird der Tossal auch schon halt schon Blink haben. Oder Storm auf dem Weg und so weiter und so fort. Da brauchst du einfach die Ravager und auch Roach Speed ist sehr, sehr spät. Also gegenüber Game 1 scheint ja Irokul in einer deutlich besseren Position zu sein. Diese Adepten werden aber gescoutet. Boah, die werden trotzdem gut was anrichten können. Der Shade würde ich canceln. Canceln den Shade. Yep. Und dann snipe ihr einfach Drones. Eine Drone, zwei Drone. Bleibt da. 3 und 4 und 5. Hol das Prism. Save die Adepten. Oh, wunderschön gemacht. 5 Drones einfach for free. Also bisher ein sehr schönes Spiel für den roten Protoss. Deutlich besser als im ersten Game. Gute Adjustments gemacht mit dem Movement. Auch wenn Drone hat dieses Mal potenziell. Ja, mehr vorbereitet war als im ersten Game, hat er schlechter gehandelt als im ersten Game.
Also sehr gut gemacht von der Aerocool. Glial Reconstitution wird jetzt fertig. Also Roach Speed plus 1 ist auch gleich durch. Wir sind insgesamt auf 6 Gas. Auf 61 Meter. Also wir haben so viel Gas intus gerade. Bin gespannt, wie viele Ravager oder Banding er macht. Natürlich, er kann nicht wirklich attacken, bis er Banding Speed hat. Und Banding ist doch eigentlich nur gut, wenn du vorne bist. Was? Banding Speed und Infestation Pit? Willst du da Hive machen? Wenn du Hive machst, dann machst du doch keine Banelinge. Also ich verstehe nicht ganz, was Edronat jetzt gerade macht. Oh Gott, wir haben 5 Sentries da drin. Ne? Wir haben so viel Energie. Wir können auch jederzeit einfach Adepten warpen. Er warpt Stalker. Natürlich gegen die Roach Ravager. 6 Ravager sind auf dem Weg. Nur mal ein paar Söckling hinterher. Wir können hier gut Force Fielden, aber die Force Fields passieren nicht. Wir verlieren den ersten Sentry. Zweites Sentry verlieren wir auch schon. Da kommen die Biles auch runter. Oh Gott, das ist kein guter Fight. Die Biles treffen aber nicht. Die 3 Immortals müssen was passieren. Oh, das ist Prism Safe. Die beiden Immortals aber nochmal. Oh, wir machen auch nochmal keine Force. Wir haben die 5 Sentries verloren für ein paar Roaches. Also das war nicht ideal. Wir machen nochmal ein paar Adepten dazu für Zerglinge, die reinforcen. Und der Aerocool kann hier aber weiter aggressiv bleiben. Er hat die gleiche Economy, auch wenn er eine Base weniger hat. Hat immer noch die 3 Immortals da drin. Die Glaive-Adepten können hier gut mit den Zerglings klarkommen. Geht hier zurück in den Vision-Blocker. Das heißt, bis John hat die Vision hat, kann hier Aerocool mit der Armee einfach da durchballern. Das Prism bleibt hier stehen. Ich würde gerne das Prism hier unten drin haben für Harassment mit den Glaive-Adepten. Das ist das beste Harassment-Tool, was er in dem Moment hat. Und mit der Armee hier einfach nur ein bisschen scharken. So, genau, hier so 2 Tumore clearen, vielleicht noch einen dritten und dann wieder zurückgehen. Da haben wir die 2 Adepten mit dem Harassment, was ich meinte. Das wird aber sofort gescoutet, weil die Armee zu inaktiv ist, jetzt gerade in dem Moment, als der Harassment passiert. Also nur 2 Drones, das ist nicht genug. Lehnen hier aber nochmal den aktiven Creep-Tumor. Der Overlord wird auch gesniped. Jonathan ist Supply-blocked. Und ohne Harassment kann Aerocool hier nicht mehr viel machen auf der Map. Er schickt die Technical Units nach Hause und die Stalker blinken jetzt in die Main. Währenddessen haben wir einen Zergling-Runby gehabt, der hier mit der vierten Nexus zurechtkommt. Aber mit dem Stalker-Wappen wird auch dieser klarkommen. Die Units müssen hier auf einmal moven. Oh Gott, der blinkt runter, war gut, weil der Armee einfach wartet. Das Prism, oh, das ist zu spät gekommen. Die Biles, und der wird doch noch die Stalker safen. Also das war wirklich gut. Ja, er hat leider nur eine Robo. Hätte er eine zweite Robo gehabt für jetzt Disruptor, wäre er in so einer starken Position. Er ist immer noch in einer sehr guten Position. Aber ein Maxed Out Zerg hat immer eine Chance. Auch wenn es Roach Ravager sind. Vor allem, er hat sogar Banelinge und die Zerglinge, das macht, tanken immer noch 4 DPS. Aber wir haben immer noch ein paar Glaive Adepten in dem Mix. Wir haben immer noch 3 Sentries, da kommen nochmal die Bandinge nach vorne, aber wir haben keine wirklich guten Targets für Bandinge, vor allem war es nicht genug. Oh, die Stalker blinken nach vorne, das heißt, sie können nicht mehr zurück, Micron. Das heißt, das sind jetzt gute Trades für den Roach Ravager, die Biles treffen auch ganz gut rein. Zerglinge von hinten nehmen 4 DPS aus der Army raus, die Protoss hatte zum Tanken. Wir warpen nochmal ein paar Stalker hier rein, aber der vierte Nexus wird wahrscheinlich wieder einmal fallen. Und obwohl Drone Aerocool in einer guten Position war, wird er hier wieder mal die vierte Nexus verlieren und tatsächlich reicht es aus und oh mein Gott, John Hart holt sich doch den Sieg, also boah, was ein Game. Was ein Game, absolut krankes Spiel zwischen den beiden und das heißt aber auch leider, dass John Hart weiterhin unbesiegt in der Gruppe bleibt. Beide Games hatten viel Potenzial, dass sich hier Jonah das erste Mal in der Niederlage zu finden ist, aber es hat nicht gereicht. Aerocool, Game 1 nicht so gut wie Game 2. Game 2 eine richtig gute Chance gehabt, aber auch ähnlich wie Bernie einfach diese Chance nicht nutzen können. Vielleicht nicht ganz so der perfekte Game Read. Das Micro war auch ein bisschen hier und da in der Verteidigung. Die Glaive Adepten haben gut was gemacht, aber am Ende des Tages hat es dann einfach nicht gereicht. Und das bedeutet für uns, dass John Hart weiterhin unbesiegt bleibt an der Spitze der Gruppe mit 6-0 in Maps, 3-0 in Series. Und das heißt, dass Baumesbaum auf dem zweiten Match bleibt, auf dem zweiten Platz. Aerocool unter Tralabob rutscht und Terxel über Sutek
Nee, Texel bleibt unter Sutek und Burn bleibt unten. Also es verändert sich nur. Erokode und Tralabob tauschen sich und das war's tatsächlich schon. Deutlich weniger. Okay, ich dachte, es würde mehr passieren heute, aber tatsächlich ist das der einzige Unterschied, den wir haben, ist, dass Erokun und Tralabob sich einfach in die Position tauschen. Das war's. Krass. Ach, Liga 2 Spieler. Die würden gegen alle Liga 1 Spieler verlieren, auch Joan Hart. Vom Chat oben. Lass mal hochscrollen. Liga 2 ist ein Durchschnitt von 4,8. Und jetzt machen wir mal Ausrufezeichen L1. Liga 1 hat einen Durchschnitt von 5,5. Also natürlich würden die alle verlieren. Das ist gar keine Frage. Also. Ja. Das heißt aber von meiner Seite aus, dass das für heute, das schon war. Schneller als gestern das Stream in Liga 5. 1 Stunde, 51 Minuten und 7 Sekunden. Super. Ja. Ja, also wie gesagt, von meiner Seite aus war es das dann für heute. Danke fürs Zusehen für Liga 2, Liga 4. Ich werde gerade mal in den Discord gucken, ob vielleicht sich noch andere gemeldet haben für zum Stream. Aber nein, der Streamplan wurde nicht verändert. Das heißt, diese Woche wird kein weiterer MRL-Stream mehr passieren. Aber haltet da in Discord gerne einen Ausschau für, um zu sehen, wann die nächste Replay gespielt wird. Wird dann nächste Woche passieren. Nächste Woche Montag oder Dienstag wird von meiner Seite aus zusammen mit Aelith wieder Liga 5 gecastet. Also eine Menge Terraner in dieser Liga. Mit 2 Zergs nur. Und ich glaube, wir haben nächste Woche auch in Liga 5 das einzige CVC in der gesamten Liga. Also das wird richtig spannend. Also Liga 5 geht richtig ab. Da gerne im Discord ausschalten, im Streamplan, wann dann Liga 5 gecastet wird. Wird Montag oder Dienstag passieren. Montag, ich weiß nicht ganz sicher, aber Montag oder Dienstag wird das passieren. Und das heißt von meiner Seite aus, danke fürs Zusehen. Danke, dass ihr mir hier zugeschaut habt. Das war Liga 2, Spieltag 4. Und ich verabschiede mich für heute. Peace out.